So, jetzt sind wir live. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe einen Ehrengast heute dabei zum U21-Länderspiel. Noch 0-0. Wir haben noch nichts verpasst. Deutschland gegen Estland. Pfostenbruch. Der Podcast Pfostenbruch ist heute dabei. Wir haben uns schon viel über Borussia heute ausgetauscht. Deswegen sind wir auch ein bisschen später dran. Das seht ihr am Sonntag. Aber André haut schon immer mal wieder eine Mitgliedschaft raus. Wir haben viele Themen heute. Wir werden mal ein Stürmer-Ranking machen. Wir werden allgemein mal auf eure Fragen eingehen. Netz nicht dabei. Weißt du da was eigentlich? Luca Netz nicht im Kader? Luca Netz nicht dabei, tatsächlich. Nee. Ich habe nur eben gesehen, dass Rocco Reitz nicht in der Startelf steht, was sehr schade ist. Krank. Wird hier im Chat jetzt der DFB-Schock. Marc-André Ter Stegen. Ja, auch verletzt. Morgen nicht am Start. Nicht am Start. Netz ist krank und André haut eine Mitgliedschaft raus und wir sind schon 82 Zuschauer. Bist du nervös? Ja, also ich spüre es schon kribbeln. Ja, ich gehe davon aus. Lass uns schnell loslegen, damit das irgendwie weggeht, die Nervosität hier. Chat, womit fangen wir an? Mit welchem Thema? Ihr könnt auch gerne mal reinschreiben, eure Fragen, eure Anregungen. Ja, wir haben Zeit mitgebracht, also ich zumindest. Ja, das Stürmer-Ranking machen wir auf jeden Fall. Ich habe es eben schon gemacht. Themen Daumen hoch, auf jeden Fall Daumen hoch immer. Ich mache mir gerade parallel noch die Kommentare auf, damit wir die besser sehen können. So, Moment. Und dann legen wir auch gleich los. Und dann ist das der perfekte Start ins Wochenende. So, zack. Jetzt mache ich hier noch kurz die Kommentare auf. Zack. Jetzt können wir es hier auch einmal mitverfolgen. Genau. Wunderbar. Bestens. Jetzt kannst du die auch perfekt lesen. Ich auch. Ja, wir haben uns eben schon viel zu Borussia ausgetauscht, viele, viele Themen. Wir können ja nochmal so ein bisschen anreizen. Konkurrenzkampf hatten wir besprochen. Omlin oder Nicolas, da kannst du mal deinen Take machen und ich gebe das auch kurz mal in die Runde. Ja, Omlin, Nicolas, also wie gesagt, am Sonntag hört ihr es dann nochmal ausführlich sozusagen. Ja. Aber ich würde mal ganz stramm sagen, dass natürlich Omlin, sobald er wieder fit ist, ins Tor muss und im Tor stehen wird. Und Nicolas wird sich über seine Leistung aber empfohlen haben für ein Bundesliga-Startelf-Mandat. Und das wird dann vielleicht in der nächsten Saison nicht mehr Borussia Mönchengladbach sein, das kann ich mir vorstellen. Ja. Und gleichzeitig gilt, wenn Omlin irgendwie mal patzen sollte, wenn er wieder fit ist in der Rückrunde, dann steht da natürlich Moritz Nicolas direkt hinten dran. Also dementsprechend eine gute Situation, eine Luxussituation für Borussia Mönchengladbach, aber Omlin da jetzt rauszunehmen, rauszulassen über die Verletzungspause hinaus, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Damit würde man ja ein unnötiges Thema aufmachen. Wir können auch kurz mal hier in den so, damit ich hatte das eigentlich alles vorbereitet, genau, Scoreboard, Deutschland-Estland, noch 0-0. Den Timer müssen wir gleich anmachen. Ich bin auch eher schon bei Omlin, weil gerade Omlin sehe ich noch am Fuß ein bisschen stärker. Also zumindest spielerisch ein bisschen stärker als Nicolas. Aber Frank Laubinger hat eine Frage, die würde ich auch direkt an dich weitergeben. Wo seht ihr in unseren VfL in 2 bis 3 Jahren? Bekommen wir Kontinuität? Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Aber der Weg, dieser Prozess, viel zitiert, ist natürlich gerade erst angetreten worden. Und ich bin aber vorsichtig optimistisch, dass wir, sagen wir, in ruhigeren Fahrwassern agieren oder dass wir zumindest, wenn wir dieses eine Jahr, diese totale Umbruchsaison überstehen, dass wir damit schon mal ein gutes Grundgerüst haben, um dann auch so den zweiten Teil des Umbruchs, den es noch geben muss im nächsten Jahr, weil der kann jetzt nicht abgeschlossen sein, der ist nicht abgeschlossen, um den dann auch ähnlich souverän zu überstehen. Souverän überstehen heißt für mich, dass man ein sicherer Bundesligist ist und dann kann man auch in, ja, vielleicht in 3 Jahren dann wieder über etwas mehr nachdenken. Ich denke ja immer gerne schon frühzeitig über etwas mehr nach. Nach einem Sieg denke ich schon an vieles. Gerade wenn man dann auf dem einstelligen Tabellenplatz steht, ist das natürlich schon eine sehr, sehr geile Sache, finde ich. Muss man mal abwarten. Aber wir haben ja viel, viel Konkurrenz auch im Kader. Ich finde, wir haben da eine gute Truppe. Es gab letztens einen Bericht, tatsächlich, MSN oder keine Ahnung, wie der Messenger hieß, dass man, das hat, ich weiß nicht, ob welcher
ich will jetzt keine Beleidigungen droppen, aber wer sich das ausgedacht hat, da ging das Gerücht um, dass man intern mit Seoane nicht zufrieden ist und Urs Fischer ein Thema sein soll. Das ist dir über MSN reingespielt worden, das war aber ich habe es extra nicht aufgenommen in der Folge. Das war der Berliner Kurier und wir alle wissen, dass der Berliner Kurier, sagen wir mal, zumindest manchmal zu nicht gerade seriösem Journalismus neigt. Ja, also ich habe da keine Ahnung. Zu formulieren, dementsprechend, also wir haben schon intern in so einer Gladbacher Runde haben wir schon darüber gewitzelt, dass es doch möglich sei, dass vielleicht jemand gesagt hat, ja hier, Fischer könnte ja bei Borussia ein Thema werden und dann wurde halt aus Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach. Also keine Ahnung, aber da ist definitiv nichts dran. Man hört nicht mal irgendwas und irgendwelche Leute sind eigentlich immer am Reden, aber da ist natürlich gar nichts dran. Was soll das auch? Also mit Seoane geht es ja jetzt auch gerade gut los nach einem schwierigen Start, bedingt durch diverse Probleme, bedingt durch den Umbruch und so. Der Spielplan auch jetzt nicht ideal, aber jetzt zuletzt hat man ja wirklich eine aufsteigende Tendenz gezeigt. Also ich glaube, wenn man Seoane entlässt, weil er unbequem ist, dann können wir den Laden abschließen. Also das wird auch nicht passieren. Dann können wir den Laden abschließen, dann ist es vorbei. Ja, hier Rainer schreibt auch, dafür muss man die Talente halten, wo wir schon beim Spiel der U21 sind. Geht es ja auch um Talente und vielen, vielen Dank an 100 Zuschauer. Bei so einem spontanen Livestream, eben erst geplant, jetzt schon live gegangen, erstmal vielen, vielen Dank. Ja, vielleicht auch gerade, morgen ist ja auch noch Länderspiel. Erste Frage wäre von mir, kann der Chat auch mal reinschreiben, wen siehst du aktuell so als größtes Talent bei unserer Borussia? Wer kann sich dann in den nächsten Jahren noch sehr, sehr steigern? Ich glaube, ein Name fällt direkt. Das ist klar mit Rocco, ne? Und die andere Frage wäre, siehst du noch bei einem unserer deutschen Spieler eine Chance auf die EM? Das wäre die zweite Frage. Also auf die Heim-EM. Im Borussia-Kader, nein. Also wer sollte das auch sein? Da sehe ich niemanden. Julian Weigel, der schon mal Nationalspieler war, der ich glaub, bei Weigel der EM 16 war, aber auf der Position Gündogan, Kimmich, Groß, Goretzka, also zentrales Mittelfeld, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also ich könnte, wenn ich einen sagen müsste, der noch eine Chance hat. Wenn sich drei Spieler verletzen da oder so. Ne? Ich weiß nicht. Weigel ist ein guter Typ. Luca Netz, siehst du keine Chance auf LV? Nein, also die der Namen müsste schon einen großen Leistungssprung machen. Rocco Reitz wird auch gerade hier. Fabio hat das meiste Potenzial, aber Chiarodia ist natürlich Italiener. Ne? Ja. Wir sprechen jetzt gerade über die Deutschen. Rocco Reitz, bestes Talent, das sehe ich aktuell auch so. Aber also die Zeit ist enorm kurz und ich meine, klar, Nagelsmann schaut mehr als sein Vorgänger auf aktuell gezeigte Leistungen, was uns ja auch so ein bisschen mehr begeistert, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ne? Also bei Flick ist ja so ein Siechtum entstanden, damit konnte man sich irgendwie nicht mehr identifizieren auf mehreren Ebenen. Und das Leistungsprinzip, es scheint mehr zu gelten jetzt unter Nagelsmann, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da dann irgendwie eine überaus gute Rückrunde, dass selbst das noch reichen würde, weil irgendwann muss man den Kader auch stehen haben für die Heim-EM. Was haltet ihr da von dem Stürmer Brandon Vasquez aus den USA? Die Frage kannst du beantworten, bevor ich muss den Timer mal hier stellen. Ja, also da bin ich auch ehrlich, dass ich jetzt nicht viel MLS gucke, aber ich habe mich natürlich auch mal so eine Basisinfo mir geholt und mal so ein bisschen gelesen, weil der Name, der kommt ja jetzt hier von dem Kollegen im Chat nicht von ungefähr, der wurde ja auch schon mal gehandelt, aber so richtig heiß, so eine richtig heiße Spur habe ich da noch nicht entnommen. Wo wir schon bei dem Thema ein Stürmer sind, kannst du auch noch mal kurz ein Statement abgeben, Schwanscherer, Jordan, unterschiedliche Spieler, einer mehr Tempo, der andere mehr Technik, gerade was Ballweiterleitung und Ballannahme angibt. Wen siehst du da vorne? Aktuell sehe ich keinen der beiden vorne und das ist die beste Nachricht, die man unserem Sturm aktuell attestieren kann, weil beide haben unterschiedliche Stärken und beide sind ordentlich in Form. Also Tschwanscherer hat sich überaus gut präsentiert gegen Wolfsburg, das habe ich ihm so nicht zugetraut. Ich auch nicht. Nachdem er aus einer Verletzungspause kam und Jordan an ihm vorbeigekommen ist und Jordan, finde ich, hat uns alle überrascht, weil man hatte, als er gekommen ist, ja dann auch mit Verspätung zum Bayern-Spiel, ich meine ein oder zwei Tage vor dem Bayern-Spiel am dritten Spieltag, da hatte man irgendwie ihn so auf dem Zettel, ja das ist jetzt die Laie und der ist der klassische Backup. Aber nee, es war von Anfang an
ein offenes Rennen zwischen den beiden und Jordan hat die Chance genutzt, als Schwanscherer nicht am Start war. Von daher alles gut. Also finde ich, einer der Gewinner bis dato. Natürlich jetzt schade, dass er selbst ausgebremst wurde. Du bist ja auch richtiger Journalist, ne? Ja, also ich arbeite bei NTV. Und Reporter auch, ne? Genau, genau. Und mache den Podcast halt ja in meiner Freizeit. Das ist so Pfostenbruch. Meine große Leidenschaft, die Borussia. Ja. Wir gehen auch jetzt gleich auf die 120 Zuschauer zu. Das ist für einen Freitag schon nicht so schlecht. Und die Deutschen haben gleichen Freistoß. Du kannst ja gleich was mal... Kennst du die alle, die Spieler, wer wo spielt? Dann könntest du mal schön den Spielangriff moderieren. Würde ich mal gerne sehen. Wenn ich mir jetzt mal kurz die App öffne mit der Aufstellung, dann machen wir gleich mal eine Live-Moderation. Kollege Moukoko habe ich eben gelesen. Der hatte ja schon, kurz bevor wir live gegangen sind, hatte er schon einen guten Abschluss. Ist da am Gebälk gescheitert. Und Merlin Röhl vom SC Freiburg, den kennen wir jetzt vielleicht auch durch unser Aufeinandertreffen. Leider ja. Der hat auch schon einmal das Gebälk getroffen. Und jetzt, ja, fast ein drittes Mal, aber der Torhüter der Esten hält da sein Mann. Hier fragt auch Kais2, fragt gerade, hätte ein Backup für Luca Netz, auch von der MLS, wäre Kai Wagner von Philadelphia Union, ist am 01.01.2024 ablösefrei. Kannst du zu Kai Wagner was sagen? Wäre natürlich interessant, weil ablösefreie Spieler in der Winterpause, das immer, hängt immer wahrscheinlich nur mit dem... Oh, fast mit der MLS zusammen, dass man den kriegen könnte, aber das kann ich mir vorstellen, aber man hört da jetzt gar nichts zu. Das ist ja jetzt einfach mal spekuliert, aber an sich, die MLS ist deutlich stärker geworden. Ne? Das ist jetzt keine Operettenliga mehr, da gibt es auch schon eine gewisse sportliche Qualität. Wenn derjenige nach Deutschland zurück will, why not? Dann wäre Borussia Mönchengladbach sicher so im Mittelfeld der Bundesliga eine Adresse. Wo kann man das Spiel schauen? ProSieben Max. ProSieben Max läuft das Spiel. Kannst du reingehen. M.Schild schreibt, Gladbach ist auf einem guten Weg, junge Fohlen ranzuführen. Wir sollten über einen einstelligen Tabellenplatz froh sein und dem Mannschaft Zeit und Gelegenheit geben, sich zu entwickeln. Das ist genau die richtige Einstellung. Das, kleiner Spoiler, das habe ich so oder so ähnlich auch für die Sonntagsfolge gesagt, eben als wir aufgezeichnet haben. Man muss sich halt bewusst machen, dass es nur über kleine Schritte geht und dass wir jetzt nicht irgendwie diese totale Breakout-Saison haben, wie damals unter Favre, als wir aus der Relegation gekommen sind und in einer ähnlichen Art und Weise die Liga aufgemischt haben, wie jetzt Stuttgart, die auch die Relegation überstanden haben und jetzt sich aufmachen, vielleicht europäisch zu spielen in der nächsten Saison. Also es sieht ja wirklich sehr gut aus. Also dementsprechend Weg der kleinen Schritte. Wir sind da auf einem guten Weg. Das ist aber noch ein fragiles Gebilde, so würde ich sagen. Ja, also die Konstanz. Wir sind jetzt 4 Spiele ungeschlagen. Also dieses Darmstadt- und Köln-Spiel, das ist noch in meinem Hintergedanken, weil es wirklich sehr, sehr schwach war. Ne? Jeweils nach Länderspielpausen, deswegen. Also die Anfangsphase in Dortmund, da gucken wir vielleicht ein bisschen ängstlicher drauf. Thorsten Dürr ist auch dabei. Ah, danke schön, bin gerade erst reingekommen. Netz, die Frage kam auch. Erkältet habe ich jetzt öfters gelesen. Ne? Rocco Reitz sitzt auf der Bank. Hättest du das so erwartet von Rocco Reitz? Diese Saison war letztes Jahr in Belgien. Nein. Also man merkt ihm an, dass ihm die 2 Leihstationen da bei St. Rüden gut getan haben. Ja. Ja, ist ja ein richtiges Paket geworden. Mhm. Ist ja da auch unter anderem, glaube ich, durch die Bernd Hollerbach Trainerschule gegangen. Also wer Bernd Hollerbach hat spielen sehen, der weiß, dass das eine ähnliche Kampfmaschine war. Mhm. Aber man kann ihn ja nicht nur darauf reduzieren. Ne? Das ist ja auch wirklich am Ball richtig klasse, wenn ich da an ein gewisses Solo vom 3:1 in Darmstadt denke, das war richtig stark. Ah, das hat er auch schon öfters mal wieder angesetzt. Jetzt auch gegen Wolfsburg, als im Castells den Ball in den Fuß spielt. Das war dann eine perfekte Co-Produktion aus Player, der den gegnerischen Spieler blockt, aber Rocco Reitz musste ja auch noch eine Finte drehen und am Ende hat das perfekt gemacht. Und insgesamt tut er, glaube ich, diesem Mittelfeld insofern gut, als dass er nochmal eine andere Komponente reinbringt. Das ist schon sehr komplett. Also teilweise, wir haben da diese wirklich richtig, richtig gut getimten Grätschen. Dann haben wir aber auch wirklich aktuell ein gutes Auge. Und dann
haben wir nebenbei mit Weigel und Kone zwei Spieler, die sich, glaube ich, mit ihm einfach gut ergänzen. Und das passt einfach in der Kombination aktuell ganz gut. Ja, bin ich tatsächlich komplett dabei. Ne? Den Punkt hat, so die Stärke, die halt Florian Neuhaus halt hat, ist wirklich sein Abschluss, also seine Torgefährlichkeit. Das haben die drei, also die jetzt spielen halt nicht. Aber das ist halt auch so ein Punkt, ne? Unser Problem ist halt nicht, dass wir vorne keine Tore schießen, sondern dass wir hinten zu viel kassieren. Ne? Und jetzt haben wir gegen Wolfsburg halt das erste Mal zu Null gespielt und noch vier Tore geschossen. Ne? Das spricht jetzt nicht für ein zeitnahes Comeback von Florian Neuhaus, oder wie siehst du das? Das ist richtig. Also für mich ist erstmal der Bankplatz so ein bisschen, falls man davon sprechen kann, zementiert. Also ja. Das sehe ich jetzt aktuell nicht, kurzfristig das Szenario. Das kann sich aber auch schon schnell wieder drehen, wenn zum Beispiel dann irgendeiner ein Wehwehchen hat oder so. Alles gut. Und von daher, ja, aktuell hat man gesehen, Christoph Kramer wurde ja sogar vorgezogen. Also in den letzten Spielen, wenn es darum ging, dann auch in den letzten Minuten vielleicht einen Vorsprung zu halten oder einfach einen Ball ein bisschen zu verteilen, dann wurde ja wirklich sehr defensiv gewechselt. Ja. Und dann wird sogar eben Kramer Neuhaus aktuell vorgezogen, wenn man da was ändert in der Zentrale, wenn man da einen runternimmt. Also dementsprechend die Situation für Flo Neuhaus keine einfache. Aber er hat sich natürlich auch für weitere Jahre committed, wie Roland Wirkus sagen würde. Und da erwarte ich jetzt auch, dass ihm klar ist, dass innerhalb dieser Zeit solche Situationen entstehen würden. Auch in dieser Saison, wir reden jetzt sehr schlecht über ihn, ne, oder müssen ihm gerade sagen, dass er so ein bisschen hinten dran ist, aber auch in dieser Saison, du sagst es, ne, torgefährlich ist er, drei Buden schon gemacht, das vergisst man schnell. Und übrigens, was ich sagen muss, Horst, der hat komplett recht, ist doch gut, dass Rocco nicht spielt. Ich bin über jeden Gladbacher in der Länderspielpause froh, der nicht spielt. Natürlich mit Netz ist blöd, dass er jetzt gerade erkältet ist oder krank, aber als Schwanscherer nachnominiert wurde, klar, der Junge wird sich freuen, aber ist auch wieder eine potenzielle Gefahr mehr. Ja, ich gehe jetzt nochmal in die Kommentare. Thorsten Dürr schreibt es auch eigentlich, ne? Das wichtigste Kommentar. Echt cool mit euch beiden, die YouTube-Ikone und die Podcast-Ikone, gutes Team. Drunter machen wir es ja auch nicht. Ne? So. Drunter machen wir es auch nicht. Und wir müssen noch die Umfrage auflösen, Sturm. Aktuell sehen, ist natürlich auch von dem letzten Eindruck wahrscheinlich so ein bisschen gestuldelt, aber sehr, sehr knapp, 52%. Boah, jetzt, ich glaube, es könnte noch mal kippen. 50, 9. Also, so wie früher, oder gibt es wahrscheinlich heute noch diese Videotext-Umfragen, wenn man da irgendwie irgendeine banale Frage beantwortet, ja, nein oder weiß nicht. Und dann noch Leute 49 Cent für lassen, um weiß nicht abzutippen. Also, das erinnert mich daran, aber tatsächlich, ich finde, das Ergebnis sagt alles aus. Ja, offenes Rennen. Das ist gut. Rennen. Beide unterschiedliche Stärken, beide gut in Form, da kann was gehen mit denen beiden. Ja, C schreibt gerade, wer muss auf die Bank gehen, wenn Itakura zurückkommt? Das ist die schwierigste Frage bis dato, finde ich. Also, dass Itakura einen Stammplatz hat, ist klar. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass dieser Stammplatz erst wieder dann entsteht, wenn er vom Asiencup zurück ist. Und da reden wir dann wirklich über Februar oder so, weil die Zeit zwischen Asiencup und Wiedereingliederung, also er wird ja jetzt nicht vor der, also man redet, glaube ich, Seoane hat so ein bisschen angedeutet, diese englische Woche mit dem Pokalspiel gegen Wolfsburg und dann Union, dass er ab da wieder dann ein Thema werden könnte für die Mannschaft. Dann ist aber auch ein paar Spieltage später ja sowieso schon Winterpause und dann wird er beim Asiencup dabei sein und von daher kann ich mir vorstellen, Wiedereingliederung nach so einer langen Pause dann eher langsam, deswegen ich winde mich ein bisschen um die Antwort herum und würde sagen, Frank hat hier nochmal einen ganz ordentlichen Take, Itakura für Weigel. Das ist insofern ordentlich, als dass man darüber nachdenken kann, dass Itakura auch die Position spielt. 1 zu Deutschland übrigens. Jetzt haben wir es verpasst. Jetzt jubeln wir hier kurz. Gut, erzähl's weiter, ich gucke mir das Tor an. Aber nicht für Weigel. Das sehe ich halt nicht. Also das sehe ich nur, wenn Weigel irgendwie gesperrt sein sollte oder so. Aber grundsätzlich macht er damit einen guten Punkt auf. Itakura ist ja polyvalent einsetzbar. Oh ja. Und die Polyvalenz, die gehört ja auch zu Max Wöber. Ja.
Der kann auch Linksverteidiger spielen, in der Viererkette zumindest mal. Ne? Oder wir haben eine Dreierkette oder mit Netz und Honorar auf den Außen, dann könnte man eben, weil wir haben ja situativ gegen Wolfsburg Skelly in die Innenverteidigung gebracht, ja. Dann wäre das mit Itakura alles noch einfacher, weil dann würde man natürlich Itakura, Wöber und Elvedi alle drei spielen lassen. Aber so an sich. Wir machen die WM 2014 mit vier Innenverteidigern. Friedrich noch Rechtsverteidiger. Und der ist noch gar nicht genannt worden. Ne? Da merkt man halt aktuell den Stellungswert. Aber dazu kommen wir am Sonntag noch. Wir gehen noch mal rein. Ne? Die Zuschaueranzahl steigt. Wir sind gleich bei 150. Auf den Freitag, kurz vor Wochenende. 150 sollten wir doch jetzt zeitnah voll machen, bevor Deutschland hier das 2-0 macht. Ach ja, ich muss auch gerade noch hochstellen, natürlich. Bayer hat das Tor gemacht übrigens. Bayer von Hoffenheim. Oh, und da ist es fast gefallen. 2-0. Maxi Bayer, das muss ich noch nachtragen, wer aufmerksamer Zuschauer ist. Ich habe, glaube ich, auf deinem Zweitkanal vor ein paar Wochen über Maxi Bayer referiert und über seinen Jugendverein. Ja, kann ich mich noch dran erinnern. Ja, genau. Und mir ist jetzt auch wieder das Dorf eingefallen in Brandenburg, Kirchmöser. Und alle sollten mal diesen Sportplatz googeln oder am besten dorthin fahren. Das ist sehr, sehr schön dort. Habe ich mir von einem meiner besten Freunde sagen lassen, der so ein bisschen groundhoppig unterwegs ist. Und von diesem kleinen Dorfverein stammt Maximilian Bayer. Kleiner Funfact. Dazu kommen wir gleich noch im Stürmer-Ranking. Der ist dabei. Habe ich dabei. Wir müssen aber noch mal ein paar Fragen nachholen. So, wo waren wir? Genau, dann. Frank Schalt, Neuhaus bekommt seinen Platz erst zurück, wenn er zweimal eingewechselt und jeweils das Ding aus 30 Metern in den Winkel hämmert. Ich würde mir wünschen, wenn er das gegen Wolfsburg im Achtelfinale macht und dann ins Viertelfinale schießt. Die Frage hatten wir tatsächlich gar nicht, eben in unserem Aufnahme für Sonntag. Wie weit kannst du im Pokal gehen? Also meine Kurzanalyse zum Pokallos Wolfsburg, die fiel so aus. Das ist eines der schwierigeren Lose, weil nur noch 5 andere Bundesligisten außer Borussia überhaupt dabei sind. Richtig. Was ein Wahnsinn ist, das erste Mal seit 30 Jahren. Aber es ist ein Heimspiel und es erhöht die Chancen, dass man dann im Viertelfinale, wenn man weiterkommt, dass wir Wolfsburg schlagen können, das haben wir bewiesen. Das können wir. Das erhöht die Chancen, dass man im Viertelfinale und wiederum ein machbares Los bekommt. Oh, was für eine Weil wir haben mindestens 4 unterklassige Gegner, 4 unterklassige Teams im Pokalviertelfinale dieses Jahr. Also es kann was gehen. Es gibt sogar Szenarien, in denen wir, wenn wir Losglück haben, nur noch einen Bundesligisten schlagen müssten mit Wolfsburg und danach zweimal Losglück haben. Ja. Ne? Aber sagen wir so, ich denke mal, wenn man jetzt mal so ein Statistiktool durchlaufen lassen würde und mal alles auslosen würde bis zum Ende, dann würde man eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass man zumindest nur noch 2 Bundesligisten schlagen muss, um Berlin zu erreichen. Also ich träume schon vom Pott. Also, Rollo in Gladbach, im nackt. Rollo ganz ehrlich, wer nicht von Berlin träumt, der ist doch kein Borussia, also das ist doch klar. Ja. Ne? Also dafür muss man auch jetzt mal, also wir müssen auch mal Rocco Reitz im Chat fordern, mit dem Rocco Reitz Emoji. Ja, und Frank hat ja auch recht, wir hatten noch nie Losglück oder haben es selber verkackt. Kann man so sehen, das ist so diese typisch defätistische Borussia-Brille. Gleichzeitig kann man aber auch sagen, ja Mensch, wir hatten auch noch nie im Borussia-Park 2 Pokalheimspiele in Folge. Und wir haben jetzt mit Wolfsburg einen Gegner. Wir können theoretisch in den nächsten 50-50. Wochen 2 Trainer entlassen, glaube ich. Terzic, wenn wir in Dortmund gewinnen und wenn wir im Pokal weiterkommen, geht auch Kovac. Sage ich dir so, wie es ist. Ja, hängt natürlich davon ab, wie sich Wolfsburg jetzt nach der Länderspielpause fängt. Aber Kovac hat irgendwie immer das Problem, dass er gut anfängt. Und dann die Mentalitätsmonster-Truppen gebildet werden. Boah. Aber dann ist es auch schnell vorbei irgendwie. Jetzt ging es natürlich sehr, sehr schnell bei Wolfsburg mit der letzten Phase. Aber gut, du hast gerade fast das 2-0 sogar gesehen und nicht, wie ich, verpasst. Wir machen aber weiter im Text. Ne? Hier soll jeder auf seine Kosten kommen in den Kommentaren. M.Schrillt schreibt, man merkt einfach, dass die Jungs wieder Lust haben, Fußball zu spielen. Seoane lässt den Jungs ihre Stärken und schränkt sie nicht mit Ballbesitz ein. Ja, finde ich insofern, vor allen Dingen auf den Ballbesitz gemünzt, ist es ein Take, den würde ich so unterschreiben, weil man hatte tatsächlich das Gefühl, dass unter Farke diese Mannschaft zwar grundsätzlich einen Fußball gespielt hat, den sie sich so gewünscht hat irgendwie. Ne? Wir haben ja viel so diese ballbesitzstarken Spieler mit so einem Flo Neuhaus etc. pp. Ja. Aber dass man es sich in dieser Haltung auch sehr bequem gemacht hat.
Wir haben es richtig bequem. Und das gemacht. Ist doch das Problem. Und jetzt haben wir mehr Varianz drin. Wir haben gegen Wolfsburg zum ersten Mal, das war ja so die Peakleistung unter Seoane, wir haben gegen Wolfsburg von allen etwas ins Spiel gebracht. Wir hatten tolle Spielzüge dabei. Defensiv stabil, relativ. Dann hatten wir einfach mal eine Fackel aus 18 Metern in Folge einer Ecke. Einfach mal draufhalten dabei. Wir haben einen totalen Bock des Torwarts ausgenutzt beim 2-0 mit Rocco Reitz. Quasi, ne? Und wir haben in der Phase, das finde ich ganz, ganz wichtig, nach der Halbzeit, 2-0, kritische Phase, Wolfsburgs beste Spielsituation. Pfostenschuss auf Wind, von Wind. Genau. Winter hatte noch eine Szene. Da gab es zwei, drei, vier Situationen, die waren brenzlig. Wir haben uns da irgendwie rausgewunden und haben vor allen Dingen dann im richtigen Moment, da hat dann Player auch Signale gegeben, Seoane von außen, dass sie sich nicht so weit nach hinten reintreiben sollen. Wir haben im richtigen Moment dagegen gehalten und haben schon da das erste Mal nach Freiburg das gemacht, was Seoane angekündigt hat, dass wir aus diesem Spiel viel lernen werden. Das finde ich gut, ne? dass dieser Prozess tatsächlich mit Leben gefüllt ist, dass man Ergebnisse sieht. Ja. Und nicht nur Ergebnisse im Sinne von Siegen oder Punkten irgendwie auswärts, sondern dass wir tatsächlich in diesem Prozess Resultate haben schon. Ja. Weiterentwicklung einfach da. Was mich halt immer so gebrochen hat letzte Saison, das habe ich ja eben auch schon gesagt, dass wir immer gegen die Top-Mannschaften eigentlich nie verkackt haben. Wir haben immer ordentliche Leistungen gegen die Top-Mannschaften gezeigt und dann gehst du gegen Mainz, gegen Hertha BSC, einfach baden. Ne? Und das hat mich so die erste Halbzeit, Darmstadt hat mich daran erinnert, dann hat man aber gesagt, okay, die zweite Halbzeit war dann in Ordnung. Und dann das Derby in Köln, ne? Das war halt an Bodenlosigkeit kaum noch zu überbieten. Und da hatte ich schon wieder so ein Vibe, boah, Bruder, wenn das wieder so ein Hin und Her gibt, ne? Das ist halt. Ich glaube, ich hatte das Beispiel dann gebracht mit so einem Freund, auf den du dich nie verlassen kannst, weißt du? Der kommt, du weißt, irgendwie, ist eigentlich der kommt, ein guter Typ. Ja, ne, der ist eigentlich ein guter Typ, kommt aber nie pünktlich. Und irgendwann fuckt dich das halt übertrieben ab, weißt du? Und das hatte ich dann damals gebracht. Aber jetzt sind wir seit 4 Spielen ungeschlagen gegen Teams, die auch in unserem Dunstkreis sind. Ich sag mal, gegen Heidenheim sind wir Favorit. Gegen Wolfsburg glaube ich nicht unbedingt. Gegen Wolfsburg war schon eine Mannschaft normalerweise, die von der Qualität im Kader, glaube ich, schon noch einen Tick besser besetzt. Die natürlich auch sehr viel investiert haben, das darf man nicht vergessen. Also da sind, glaube ich, auch so ungefähr 60 Millionen, meine ich, geflossen. Ja. Also das darf man nicht unterschätzen. Und jetzt müssen wir auch noch mal weitermachen hier im Text. Genau, warte mal, jetzt hatten wir jetzt Fischsticks ist auch öfters bei mir live dabei. Wir können auch gleich noch einen gerne live dazu holen im Discord. Ich guck mal, vielleicht ist auch schon einer da. Nee. Ja, Wolfgang übrigens hier, der schreibt, ich war schon bei Netzers Selbsteinwechslung dabei. Also, da weißt du, wo ich auch... Da bin ich neidisch drauf. Da sind schon zwei im Wartebereich, perfekt. Die kennen es schon. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie wir es wirklich richtig lösen können. Weil ich kann nur mit Kopfhörern hören, das hat kein Ding. Ich kann es dann so ein bisschen moderieren vielleicht. Ja, wenn ich so nah an dir dran bin und du vielleicht nur einen, ja, irgendwie eine Muschel so ein bisschen frei hältst, dann kriegen wir es hin. Irgendwie kriegen wir es auf jeden Fall hin. Aber wir machen noch ein bisschen weiter. Warte, wir müssen natürlich ins Overlay ein bisschen. Ich habe auch gerade Karl gesehen. Karl ist auch Moderator bei mir und auch sehr, ich weiß nicht, kennst du ihn von Twitter, Karl? Hier, Al. Ja, ich glaube, das sagt mir was. Ja, der ist sehr auf Twitter aktiv auch. Ja. Fischsticks, den werden wir gleich live hören auch. Als Neuhaus zuletzt eingewechselt wurde, hat man einen kleinen Bruch im Spiel gemerkt. Kramer ist da hinten raus, aktuell definitiv die stabilere Variante. Das ist ja auch so ein bisschen, was du eben gesagt hast, ne? Genau, und was Seoane offenbar auch so sieht. Man muss aber auch sagen, in Freiburg hat jetzt die Kramer-Einwechslung. Da kam er doch auch, oder? Ja. Da hat es jetzt natürlich resultatsmäßig am Ende nicht gefruchtet, aber er wird aktuell Neuhaus vorgezogen. Gegen Heidenheim war es ja auch schon so, ne? Als man auch übrigens sich jetzt nicht so stark wegen der geringeren Heidenheimer Qualität, aber schon grundsätzlich hinten reindrängen hat lassen. Ja. Da kam ja auch Kramer eine Viertelstunde vor Schluss. Noch ein Zuschauer bis 150. Jetzt müssen wir die Daumen nochmal da lassen, dann fällt die gleich. Wolfgang Winkels, die Frage hatten wir ja so ein bisschen, ne, dass mit 13 sehe ich anders, solche Spiele gehören dazu, sich zu entwickeln. Also bezogen damit meint auf er heute, ne? U21 meint er damit. Was ist mit Luca? Er ist krank. Umfrage beide. Itakura für Weigel, das hatten wir, Fischsticks. Itakura bleibt in der EV. Unsere Mittelfeld ist viel zu gut besetzt. Da bin ich komplett bei dir. Ja, Itakura. Also wenn da nichts passiert, wenn da nicht irgendwie zwei Leute ausfallen oder so, dann ergibt es keinen Sinn. Also natürlich nicht. Bin ich komplett dabei. Itakura, genau, das hatten wir. Dann nochmal Uli schreibt, nicht Jordan oder Schwanscherer, sondern Jordan und Schwanscherer. Wäre doch auch mal eine Variante. Siehst du das? Nicht so wirklich. Also
Ich glaube, aktuell, wenn wir mit zwei Spitzen spielen, dann sehe ich eher Player in der Rolle. Jetzt haben wir die 150 geknackt. Sehr gut. Also dementsprechend temporär, situativ in einem Spiel sehe ich das schon. Das meine ich ja auch, gab es schon, zum Beispiel in Darmstadt. Ja. Da als Schwanscherer diese Fackel da zum 3-3 machte, da war ja Jordan logischerweise auch im Spiel, weil der hat ja auch das 1-3, meine ich, erzielt damals. Also situativ, wenn man gegen tiefstehende Gegner was braucht, mit hohen Bällen agiert, dann kann man da nochmal für umso mehr, wie soll ich sagen, Chaos sorgen beim Gegner. Und Lars, auch ganz wichtiger Mann bei mir, organisiert mit mir das Tippspiel, verlost öfters mal Tickets und so weiter und haut einfach 10 Mitgliedschaften raus. Und dafür kann auf jeden Fall schon mal der DFB-Pokal und der Rollo rein, oder? Ja, Ehren-Lars. Zum Dank. Ne? Ehren-Lars, auf jeden Fall der Ehren-Lars. Auch immer dabei. Florian, mein Moderator, Karl sehe ich hier schon. Das ist schon hohe Qualität, die bei Buschis Borussia hier mit supportet. Freut mich auch, dass du mir deine Familie hier mal vorstellst. Ja, ich sag's dir ganz ehrlich, die meisten hier, die hier heute dabei sind, die kenne ich auch. Also von Kommentaren unter den Videos. Also ich versuche ja immer noch fast jedes Kommentar zu beantworten, wie zum Beispiel, also bei dieser Folge Messi vom Niederrhein habe ich ja ein Rocco Reitz Trikot verlost. Das geht dann nicht. Dann habe ich ja gesagt, schreib in die Kommentare Messi vom Niederrhein. Und dann stehen da 1800 Kommentare. Dann kann ich ja nicht mehr auf jedes antworten, aber unter so eine normale Folge, wo dann 100, 200 Kommentare sind, das schaffe ich noch. Das schaffe ich tatsächlich. Und da merkt man sich halt so einige Namen dann auch. Ja, ne? Und davon lebt es ja auch, ne? Von dem Austausch. Definitiv. Ja, ganz, ganz wichtig. Dann machen wir weiter. Genau, das hatten wir. 4-4-2 oder wie mit beiden? Das hast du ja gerade ausgeführt, ne? Ist dieser Vani Talin, ey, der meint glaube ich das hier, Vani Talin habe ich tatsächlich, das passt ja heute zu Estland, ne? Habe ich hier einen Brief, muss ich mal vorlesen, vom Andrei. Moin mein Freund Jan David, I'm Andrei, your channel subscriber, I'm living in Tallinn, I support Borussia and my dream is to go to Borussia Park, maybe in February it will be possible, thank you for the wonderful videos and broadcasts, I'm learning German and enjoy watching the analysis of the matches, I will do everything to make Mönchengladbach and your channel popular in Estonia, I'm sending you a souvenir. Stark. Geil, ne? Und hier das auch noch von bekommen. Ich liebe solche Geschichten, das ist halt auch so typisch. Die Verbindung Borussia, ne, sie greift bis nach Estland rüber. Ja. Großartig. Also ich wäre liebend gerne dabei, wenn er im Februar tatsächlich zum ersten Mal im Borussia-Park ist. Da muss also ich auch dabei gerne sein. Erleben. Da muss ich auch dabei sein. Ja. Ich muss ihm noch antworten. Ja, dann antworte ihm mal, dann fahren wir zusammen dahin. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wir haben noch M. Schrills ist jetzt auch bei den Buschi-Supportern dabei. Das läuft heute. Richtig gute Runde. 154 Zuschauer, sehr, sehr stabil. Ja, guck mal hier, ich kann ja zeigen, ich könnte denn jetzt eine Werbung reindrücken. Ne, das machen wir aber natürlich nicht, aber guck mal hier, zack. Und dann blendet jetzt gleich hier abonnieren. Das ist hier alles. Das ist wirklich Hightech. Das ist hier. Okay, hier kannst du es. Warte, ich muss nochmal testen. Geht das auch? Ja, guck da. Zack. Natürlich läuft das. Das läuft hier wie am Schnürchen. Aber wir müssen auch wie am Schnürchen weitermachen, weil wir müssen ja auch noch zum Stürmer-Ranking kommen, ne? Da war ja was, du hast recht. Genau, also Vani Talin, ich weiß ehrlicherweise gar nicht, was das ist. The finest spices, Gin, Rumlikör, also Rum, würde ich jetzt erstmal sagen. Sag mal, ja. Rum. Ja, genuine Rumlikör, true Estonian spirit. Ja, das holt mich ab, sehr gut, stark. Timer läuft noch. Die Zuschauer sind auch sehr aufmerksam, das ist immer gut. Wir müssen aber gleich bei der zweiten Halbzeit daran denken, dass wir den Timer auch anstellen. Pokal, das wird ein heißes 3-2. Frank, also Tipp 3-2 für uns. Glaubt ihr, dass Hannes Wolf nochmal eine Rolle bei uns spielen wird oder lässt man jetzt noch auslaufen? Also wenn, dann im Winter und spätestens Sommer ist vorbei. Ja, aber im Winter wird ja insofern auch schwierig, als dass er ja immer noch angeschlagen ist. Ja. Also dementsprechend für ihn maximal bitter gelaufen. Die einzige Möglichkeit wäre gewesen, er wäre jetzt fit und durch irgendwelche Umstände hätte er sich doch nochmal irgendwie empfehlen können, aber ansonsten wird es auslaufen und dann wird es schwierig sein, einen ansatzweise so namhaften Club für ihn zu finden, so leid es mir tut. Also dem Jungen kann man ja keinen Vorwurf machen. Auf gar keinen Fall. 165 Zuschauer, glaubst du, die 200 machen wir noch voll? Auf jeden Fall die 100 Daumen machen wir noch voll, davon bin ich überzeugt.
Sorry, wenn ich frage, was mit Netz? Erkältung, ne? Erkältung, ja, hat Erkältung, Sinn. Krank, also typisch der Jahreszeit angemessen, sind ja aktuell irgendwie gefühlt fast alle krank. Wir hatten noch nie losgekriegt oder haben wir es selber verkackt? Ja, das habe ich ja schon gesagt, ja, zu fragen. Stimmt, ne? Das stimmt. Ist ja die typische Borussia-Sichtweise, aber... Ihr junges Gemüse, welches Jahrgang bist du denn? 93. Ich bin 94. Bist du schon 30? Ja, ne? Ja. Ja, ja, seit, ich werde nächstes Jahr 30. Seit letztem Monat. Auch nochmal Shoutout an deinen Sportsfreund, ne, die heute Partner sind. Immer, also die machen das halt nur möglich. Also das denkt man nicht, aber was das hier, also alleine was Bildrechte kosten, ist geisteskrank. Ja, was Bild, willst du das erzählen? Definitiv. Was ihr Monat an Bildrechten an Imago abdrückt, die müssten eigentlich auch ihr Partner werden für die... Ja, und alles für die Thumbnails. alles für die Thumbnails, ja. Lacroix kann jetzt im Pokal ja auch endlich wieder seinen standesgemäßen Platzverweis gegen uns bekommen. Letzte Woche hat er ein System vorher gedribbelt. Ja, absolut, absolut richtig. Absolut richtig. Ja, da sind wir komplett dabei. Allerdings war ich auch gegen Hannover 96 dabei. Ist ja eine Einstellungssache. Grüße in die Runde. Schönes Wie. Lars, danke nochmal für die 10 Mitgliedschaften. Ich war schon beim Netzach-Selbsteinwechslung dabei. Darauf ist man auch neidisch, ne? Also das ist schon krass, ne? Hat sich ja zum 50. Mal gejährt in diesem Jahr. Wie heißt der Kanal vom Gast? Pfostenbruch. Können wir auch gerne mal einblenden. Pfostenbruch. Genau, auf den gängigen Podcast-Plattformen zu finden. Hier. Also zum das Beispiel, ist jetzt ja, der, ich wollte schon Shopify, Spotify-Kanal sagen. Ich war heute auch bei meinem Freund und Förderer. Kann man auch noch mal kurz einblenden. Marvin Wildtage zu Gast, hier wird es auch den nächsten Windspiel geben. Super Kiosk hier in Berlin. Kann ich wirklich nur empfehlen. Super Kiosk. Ja, aber die Mannschaften sind noch nicht auf dem Platz. Jetzt wechseln wir wieder. Jetzt sind wir wieder da. Wir hatten kurze Bambusleitung-Unterbrechung. Ja, Entschuldigung, wir waren kurz weg. Wir hatten kurz Bambusleitung. Bambusleitung ist bei mir schon bekannt. Manchmal, das liegt tatsächlich nicht am Internet, das liegt manchmal an YouTube. Der bricht dann kurz ab und dann ist er wieder da. Also vielleicht auch nochmal an die Leute, wenn ihr jetzt kurz das hakt, einfach nochmal neu laden, dann ist es wieder flüssiger. Ist manchmal so, liegt nicht am Berliner Internet, liegt tatsächlich ab und zu mal an YouTube. Also einmal ist Berlin nicht schuld. Einmal ist Berlin nicht schuld, ja. Das ist, ich weiß nicht so richtig, woran das liegt. Warum das ja manchmal, aber das ist öfters mal, passiert mir am Wochenende nie, aber manchmal abends. Aber egal, jetzt sind wir wieder da. Wenn sie bei Ihnen gespielt, erstmal Grüße noch an Karl. Genau, das hatten wir, das hatten wir auch. So, Moment. Ja, wenn sie bei Ihnen, was hat der Kollege da geschrieben? Stimmt, Gladbach Fan, hier, Karl schreibt es auch, ne? Im Gladbach Fanshop können wir auch gerade noch. Komm, heute sind wir ja in Werbelaune, ne? Gratis, heute ja, wie auf dem Hamburger Fischmarkt hier. Heute, ich hau nur einen raus. Heute hauen wir gratis Werbung auch mal aus. Hier ist im Shop auf jeden Fall richtig. Also ich habe eben da gesehen, dass die Retro-Trikots hier, das gibt es für 35 Euro. Black Sale, bis zu 60%. Ja, und ne? Unter anderem, also ganz ehrlich, Borussia muss eigentlich was springen lassen, denn dieser Pulli. Den habe ich aus dem Black Sale. Echt? Letzte Woche Freitag vorm Wolfsburg-Spiel. Ja. Für einen schnappe 30 Euro waren es, glaube ich. Also stark reduziert, sitzt gut, also unbezahlte Werbung. Aber für Borussia machen wir das natürlich. Die haben mir mal zu, also es ist wirklich kein Scherz, die haben mir alle drei Retro-Tickets umsonst geschickt. Ja, ich habe schon gehört, ich bin schon neidisch. Ja. Mensch. Aber tatsächlich... Die Frage ist, welche Retro-Trikots sind denn jetzt gerade da reduziert oder welche sind überhaupt noch alle erwerbbar? Ich glaube, das Diebels gibt es nicht mehr. Aber in allen Größen? Na. Weil das war ja zuletzt das Problem. Ja, komm, dann gucken wir nochmal rein. Dann gehen wir nochmal rein, noch rein in den Shop. Ich frage für einen Freund. So, Herren, Retro. 45 Euro, auch reduziert. Aber dieses Diebels-Trikot ist ausverkauft. Nee, ja, ja. Diebels ist ausverkauft. Das gibt es noch bis 4, also bis 3XL. Auch bis 3XL. Auch bis 3XL. Diebels, ich finde auch das Diebels am geilsten, fand ich. Ja, also das Kultigste wahrscheinlich, ne? Ja. Aber tatsächlich insgesamt eine gute Idee. Ich hoffe, dass sie dann auch da nochmal nachlegen, dass sie da das Diebels auch nochmal in allen Größen irgendwie an den Start bringen, weil die Nachfrage ist ja schon da.
Ich ärgere mich auch, dass ich da nicht zugeschlagen habe, ehrlicherweise. Ich habe noch eins hier in L. In L? Ja, ist aber, die fallen relativ klein aus. Jetzt kommt der Haken. Und habe auch noch zugelegt, deswegen passt mir das aktuell nicht, aber ich arbeite dran. genau, Netz war krank, das hatten wir, M. Schrills, ich muss so viele Kommentare. Ja, wir hatten einen Benzebaini-Kommentar, bei dem waren wir stehen geblieben. Genau. Benzebaini spielt noch immer so wie in der letzten Saison, ja. Schlechter. Ja, da denke ich, das können wir bestätigen. Ich habe auch heute noch ein Interview aufgezeichnet für die nächste Pfostenbruch-Folge mit einem Dortmund-Experten bei uns in der Redaktion. Und da haben wir auch kurz über Benzebaini gesprochen und er meinte auch, also ja, den hat man halt geholt, weil er ablösefrei ist. Aber da hat das normale Dortmunder Scouting zugeschlagen, was ja auch nicht über die Landesgrenzen hinweg schaut häufig. Und an sich spielt er ja aktuell kaum eine Rolle, muss man sagen. Also Riasson, Ex-Unioner, ist ja an ihm vorbeigezogen, links hinten. Also ich halte Benzebaini trotz allem für einen überdurchschnittlichen Bundesliga-Linksverteidiger. Natürlich. Muss ich schon sagen. Aber hat auch viele Schwankungen. Ja. Ne? Ja, bin ich komplett bei dir. So, ganz wichtig muss das Gefühl in der Mannschaft bleiben, wir können gegen jeden und in jeder Situation eine Bude machen. Ja, Pfostenbruch-Podcast, definitiv. Die Spiele im Rheinstadion waren legendär, vor allem das 5-1 gegen Real. Twitter ist mein Zuhause, immer ganz hochqualifizierte Meinung bei mir. Das glaube ich, Karl. Also Karl ist auch der größte Alvaro Morata-Fan, den ich kenne. Alvaro Morata. Moin Buschi, Blank Mario ist dabei. Ich war auch im Stadion, 73, Lars dabei, gönnt, so, gucken wir mal, ein bisschen. Rocco, Bank, Luca erkältet. Ich finde ein Neuers offensiver als ein Kramer, deswegen bei mir eher Führung, finde ich. Macht ein Kramer wie in Freiburg schon Sinn, Neuers wird schon seine Spielzeit bekommen, da glaube ich auch, muss sich nur einer verletzen, dann ist Neuers drin. Ja, dann ist er wieder drin und dann hat er auch seine Berechtigung, ist doch klar. Also wie gesagt, weil er war ja auch eigentlich ganz ordentlich drin in der Saison. Ja, also wir haben ja so viele Kommentare noch. Ich würde aber sagen, wir holen mal einen rein jetzt. Ne? Die warten jetzt auch schon lang genug. Wir holen mal drei rein. Zack. So, jetzt holen wir mal ein paar Zuschauerstimmen auch rein. Wir gucken mal, ob du mithörst. Länderspiel läuft übrigens wieder. Ach 23. Ja, warte, jetzt muss ich schon wieder. Schon wieder verpennt. Müssen wir mal auf Minute. Auf die 46, dann kannst du in drei starten. Dann, und zack. Ja wunderbar. Ja, läuft. Einmal frei. So. Warte, ich habe doch hier Kopfhörer. Wenn wir Glück haben, können wir beide alles reintun. Es wird selbst das Unmögliche möglich jetzt gemacht. Jetzt wird bei Buschis Bose. Aber das sind die nicht, glaube ich. Habe ich noch eine? Das ist unmöglich. Ah, da hinten, ich sehe was. Leute, bleibt dran, ich bin gleich wieder da. Ja, ich kann das jetzt hier kommentieren, was hier gerade vor sich geht. Oder auch doch nicht. Wir müssen es anderweitig lösen, aber egal. Also Buschi irrt jetzt hier durch das Zimmer. Ja. Am Ende aber bleibt es ein hoffnungsloser Fall. Du kannst aber mal gerade ein Pack öffnen. Cool, zieh für die mal. Überbrückung, ne? Ja, zieh mal ein Pack. Hoffentlich habe ich einen Gladbacher drin. Ja, ich hoffe auch. Das Erste, was mir entgegenspringt, ist ein Kölner. Ist ein Kölner. Oh Gott. Naja, vor allem auch von beiden Seiten, egal wo ich anfange. Naja, wir haben hier Benno Schmitz. Stammspieler ist er nicht mehr, lange nicht mehr, ne? So, dann haben wir hier Tim Handwerker, Außenverteidiger vom Club aus Nürnberg. Philipp Hofmann, da bin ich Fan. Ja? Also Philipp Hofmann mag ich. Nee, der kann gar nichts. Doch, ich mag den, also das ist so ein bisschen wahrscheinlich aus lokaler Verbundenheit, weil sein Vater, der hat mal einen Kreisligisten bei mir in der Gemeinde trainiert. Ja. War immer ein sehr netter Kerl. Also Philipp Hofmann, so ein Sturmtank, passt zu Bochum. Kollege Jong, der Südkoreaner aus Stuttgart. Upamecano. Auch wieder nach Verletzungspause am Start. Moritz Jens hat ja zuletzt krank gefehlt im Borussia-Park, genau wie Lacroix, der war ja gelb gesperrt oder gelb-rot gesperrt. Daniel Ginczek. Mit der Schwester bin ich zur Schule gegangen. Kleiner Funfact. Du musst den Leuten die Kamera zeigen. Ja, hier, Daniel Ginczek.
aus Neheim im Sauerland. Luca Toussaint, auch eine Enttäuschung, wenn man sieht, wie gut er doch für Hertha-Verhältnisse war. Ayman Barkok. Es kommt kein Matriciani-Legende, sag ich dir so, wie es ist. Matriciani-Legende. Biciabu, Matriciani ist eine Legende, das wissen wir alle. Und Luca Kilian ist keine, denn es ist ein Kölner. Wieder kein Borussia, das kann doch nicht sein. Ja, die sind selten, sag ich dir so, wie es ist. Ich gehe jetzt rein, ich moderiere es einfach so ein bisschen. So. Hier sind wir live. Moin, grüßt euch zusammen. Moin. Jo, hi. Moin. So. Moin, Brüchi. Alle dabei, drei Leute. Tim, ich würde mit dir starten. Du darfst die Diskussion mit einer Frage beginnen. Worüber wollen wir uns heute unterhalten? Das ist mir eigentlich total egal. Ich frett das abends. Ich habe gerade Langeweile und sehe, dass du streamst. Keine Ahnung, ich bin flexibel. Also von mir aus können wir mal darüber unterhalten, wie wir gegen Dortmund auftreten. Also Länderspielpause bin ich ehrlich gesagt raus, muss ich sagen. Also ja. Was Nationalmannschaft angeht, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja, vielleicht, bevor wir zum Spiel gegen Dortmund kommen, Tim hat es gerade so ein bisschen angerissen. Fühlst du noch die Nationalmannschaft? Auch gerne Frage so in den Chat. Wie sieht es bei dir das mit? Ich lasse jetzt mal kurz Kevin die Frage beantworten. Auch der Chat kann mal kurz so seine Meinung abgeben, wie es so über deine Stimmungslage zur deutschen Nationalmannschaft. Dann mache ich auch kurz mal eine Umfrage zu und du kannst mal kurz. Also, ich bin noch nicht komplett wieder angezündet, ja, aber schon mehr als ich es unter Flick war. Also, da war die Flamme komplett aus. Mittlerweile bewege ich mich so in so einem Zwischenstadium, finde ich. Mhm. Zwischen total Bock drauf und tatsächlich freut man sich auch mal wieder auf ein Länderspiel. Das ist jetzt falsch ausgedrückt, weil Länderspiel heißt immer, Borussia spielt an dem Wochenende nicht. Also, das ist immer wild. Aber es ist zumindest so, dass man es guckt. Unter Flick habe ich gesagt, in den letzten Spielen, das habe ich einfach gar nicht mir nicht mal angeschaut, selbst wenn ich zu Hause war. Und das ist jetzt wieder anders. Dementsprechend, ich würde weder sagen, ich bin voll angezündet, noch, dass ich jetzt irgendwie immer noch so gar keinen Bock drauf habe. Weil ich kann mir zumindest vorstellen, dass es jetzt auch in kleinen Schritten ein bisschen besser läuft wieder. Hat man ja bei der USA-Reise auch schon zumindest in Ansätzen gemerkt. Ja, sie schreibt, Buschi, du brauchst ein Gast-Headset. Wir kriegen das schon geregelt demnächst, auf jeden Fall. So. Hört man auch gut. Ich finde, Karl schreibt so meine Gefühlszeit. Ich versuche mich zu begeistern, weil ich mega Bock auf die EM habe. Ich versuche das auch irgendwie hinzubekommen. Also mir fällt es noch unheimlich schwer. Ich weiß nicht, woran es liegt. Früher war das so Pflichtprogramm vor 10 Jahren bei mir. Da hat so man sein Wochenende danach gedreht, dass man das zumindest guckt. 2014 und davor, jetzt ehrlicherweise so, wenn Deutschland dienstags spielt gegen keine Ahnung wen, planen wir das auf gar keinen Fall. Nein. Es läuft dann vielleicht nebenbei oder so, ne? Genau. Aber es ist zumindest jetzt wieder so, dass man, also jetzt morgen dieses Spiel, schaue ich mir schon an, Deutschland-Türkei in Berlin. Das ist dann auch jetzt natürlich mit der Heim-EM im Rücken auch jetzt irgendwie eine Phase, die ja jetzt für den deutschen Fußball nicht ganz unwichtig ist. Tom, wie siehst du das? Ich bin auch der Meinung, ich war 2014, da war ich wirklich am gehyptesten, wo wir dann auch die WM geholt haben. Ne? Das war so, ich würde sagen, wo so Schweinsteiger, Schürrle, wo die ganzen Leute draußen waren aus der Nationalmannschaft, habe ich auch so langsam, also war ich nicht mehr, ich habe noch ein bisschen geguckt, aber so wirklich war ich da nicht mehr so drauf fokussiert. Also früher hat man sich immer gefreut, das habt ihr eben schon erwähnt, aber irgendwie momentan, ich weiß nicht, wir müssen jetzt mal gegen Türkei morgen, müssen sie mal ein bisschen zeigen, was sie da können, ja, weil wir haben Qualität in der deutschen Nationalmannschaft, ja. Wir haben einen Florian Wirtz vorne, wir haben einen Musiala, glaube ich, ne, das ist alles, und die müssen halt jetzt echt zusehen, dass die Mannschaft wieder, vor allem die Nationalmannschaft, dass das wieder der Stolz da ist, dass wieder dieser, ne, weil das sehe ich auch irgendwie nicht mehr bei allen, dass die Leute Bock haben, dass wirklich diese Stimmung wie 2014, das war einfach, das war unbeschreiblich, ja, was hier abgegangen ist in Deutschland, und das, da ist gerade die Nationalmannschaft, würde ich sagen, weit von entfernt.
dass das wiederkommt. Ne? Die U21 hat gerade 2-0 gemacht. Moment, ich gucke es mir kurz an. Wer war's? Ja. Aber, ganz schön vertändelt. War das Knauf? Hans-Rick Knauf? Das müsste Knauf sein, ne? Oder Moukoko? Das ist Moukoko. Moukoko. Das ist ja die 9. Moukoko, 2-0. Und dann natürlich noch abschließend Toto, bevor wir so ein bisschen auch noch mal kurz zum Dortmund-Spiel kommen. Toto, wie ist so deine Stimmungslage zur deutschen Nationalmannschaft? Also kurz noch bei der Umfrage ist aktuell 10% sind voll angezündet, 14% macht Spaß. Bei mir geht, würde ich mich auch einordnen, wo die 60% fast sind und 20% sagen null Bock. Toto, wo würdest du dich einordnen? Ich habe mich bei geht eingeordnet, weil ich fühle es halt nicht mehr. Es ist halt langweilig geworden. Ja, ich hätte mich auch bei geht, ehrlicherweise hätte ich mich auch bei geht eingeordnet. Ne? Ich würde mich jetzt auch noch anschließen, Buschi. Ja? Ich würde jetzt auch noch was dazu sagen. Ja? Also ich gehöre zu dem Semester, gut, ich bin jetzt noch nicht komplett aus dem Altersschnitt hier raus. Ich bin 35, aber ich habe ja die EM 2006 ja auch komplett bewusst hier in Deutschland mitgenommen, ne? Mhm. Und das ist halt ein Unterschied wie Tag und Nacht mittlerweile. Oder war ja lange Zeit. Ich sag mal, durch das Nagelsmann Engagement jetzt aktuell hast du viele Leute so ein bisschen wieder abgeholt. Ja. Aber es war wirklich, also für mich war tatsächlich noch nicht mal 2014 der Peak, sondern eher so 2010, 2012. Ja. Weil da hast du halt Fußball gespielt mit Deutschland, das hat seinesgleichen gesucht. Ne? Und auch wenn du da die Titel nicht geholt hast, ich habe auch lange Zeit immer gesagt, du hast 2014 trotz Löw den Titel geholt und nicht dank Löw, weil da hätte, keine Ahnung, auch Werner Lorand an der Seitenlinie stehen können. Mit der Mannschaft hättest du wahrscheinlich alles geschlagen. Aber danach ging es halt komplett bergab. Das hat viele schichtige Gründe. Ich denke, da kann man jetzt an der Stelle auch nicht alles auseinanderklamüsern. Aber das war vielleicht so ein bisschen, kann ich das vergleichen, wie mit Borussia in den letzten 2-3 Jahren so, ne? Mhm. Das hat einen so auf komplett anderem Level halt irgendwie ein bisschen entfremdet. Und der Unterschied Nationalmannschaft Borussia war einfach so, dass ich bei Borussia bist halt immer irgendwie geblieben, auch immer noch zu den Heimspielen gegangen, weil wir haben im Endeffekt unsere feste Truppe, mit der du halt die Spiele mal gehst. Und dann ist halt auch an so einem Spieltag immer noch die Gruppe so ein Teil, warum du halt immer mit dabei bleibst. Und das hast du halt bei der Nationalmannschaft nicht. Und deshalb ist das auch irgendwann so ein Thema, wo dann alle sagen oder viele Leute sagen so, ja, das hat nicht so die soziale Komponente nebenbei und dann fällt das halt irgendwann raus. Ja. Uschi, ich würde auch noch was dazu sagen. Ja, ich würde kurz noch mal auch meinen Gast mit so ein bisschen abholen, ne? Nitz, der hier sitzt und auch noch mal ein bisschen den Chat mit reinnehmen. Wir wollen nicht zu politisch werden, ne? Aber wie hast du die Aktion, weil es gerade im Chat auch angesprochen wurde vom Thorsten, mit der Binde gesehen und man muss eine Geste machen gegen all das, was passiert? Wie man es dann am Ende gemacht hat, war das für mich in Summe eine peinliche Nummer. Ja? Also, ja. Es war ja auch dann alles so halbgar. Also man hat ja dann auch irgendwie erst angefangen, dieses Turnier, diese Vergabe zu kritisieren. Ernsthaft angefangen, als es schon alles zu spät war. Ja. Den gleichen Fehler macht man gerade auch mit Saudi-Arabien 2034. Ach, das wird sowieso passieren. So. Ja. Und deswegen hat man es insofern, finde ich, falsch gemacht. Also wenn, klar, wir wollen jetzt nicht zu politisch werden hier und alles das nochmal aufrollen, aber wir wissen, wie es Macron in Frankreich gemacht hat. Ne? Er hat gesagt, hier um den Kram kümmere ich mich. Ja. Das ist Politik, ihr spielt da einfach Fußball und dass das scheiße gelaufen ist mit Katar und dass da keine WM stattfinden sollte unter diesen Umständen, dass sich nicht irgendwelche Länder ohne Fußballkultur, ohne die angemessenen Bedingungen für so eine WM-Ausrichtung sowas austragen sollten, ist auch klar. Also dementsprechend, ohne um mich jetzt hier in Kopf und Kragen zu reden, war das einfach von vorne bis hinten unglücklich und die sportlichen Darbietungen, da muss ich sagen, die werden mir im Nachhinein ein bisschen zu schlecht geredet. Ja. Weil eigentlich musst du gegen die Japaner, musst du 2-3-0 führen, bevor du das Spiel gekippt bekommst. Und dann sieht die Gruppe ganz anders aus. Dann hast du gegen Spanien eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Das war okay, 1-1 durch Füllkrug. Ja, und dann hat man im letzten Spiel, finde ich, den Fehler gemacht. Man hätte da von Anfang an volle Kapelle auf einen hohen Sieg gehen Füllkrug müssen. Füllkrug hätte also spielen müssen. Komplett komisch. Ja. Und dementsprechend war es ja dann zu spät. Also das ist jetzt so meine
Gefühlslage mit Blick auf die deutsche Mannschaft und Katar. Tom, ich komme gleich zu dir. Ich nehme noch ein paar Meinungen aus dem Chat mit rein. Erstmal Grüße auch an Roland, wenn das so Typen wie Mallehofmann sich dann denkt. Könnt ihr mir vorstellen, dass wenn jetzt unter Nagelsmann gute Ergebnisse eingefahren werden, das Selbstbewusstsein und dann hoffe ich mal, die EM wird gut. Ja, ich glaube, da können wir zustimmen. 2006 war so geil, 14 sowieso, aber jetzt lässt mich das alles komplett kalt, sagt Mario. Ich denke auch, dass mit den Ergebnissen auch der Hype zurückkommen kann. Die Nationalmannschaft zu unterstützen ist erste Bürgerpflicht, egal wie es läuft. Ausreden lasse ich dann nur gelten, wenn man in Ländern spielt, wo wir gerade drüber gesprochen haben, sagen wir es so. Also bei mir ist erste Pflicht, dass ich Borussia unterstütze, ja, das muss ich dazu sagen. Also es wird nie eine Situation geben, auch 2014 hat selbst das Tor von Mario Götze hat für mich kein Borussia-Tor ersetzt. Das muss ich ganz klar sagen, das war bei mir immer schon so. Auch in der Zeit, wo es bei der deutschen Nationalmannschaft besser gevibed hat und so, wo es deutlich besser gepasst hat. Also jedes Borussia-Tor geht da bei mir über der Nationalmannschaft. Aber natürlich bin ich grundsätzlich, ich bin immer auch in schlechten Phasen, bin ich für Deutschland, ist doch klar. Ja, das sowieso. Also ich freue mich dann, wenn die gut spielen und so, aber aktuell oder in der letzten Zeit hat es einfach keinen Bock mehr gemacht. Ja. Ja, ich sie, haben also, auch, sie haben ja auch scheiße sich verhalten und so. Ja, ich hoffe einfach, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Nagelsmann auch so ein paar Typen will, wie Duxch, wie Andrich, die jetzt ja kleine, klare Nominierungen so. Ja, auch mal Behrens nominieren, zu dem Zeitpunkt war es noch okay, aber ihn jetzt auch dann sofort dann wieder draußen zu lassen, weil er auch einfach bei Union scheiße spielt, so wie Gesamtunion aktuell, richtig, dass es da nicht läuft, ne? Das finde ich halt gut, dass es dann nicht so eine Nibelungentreue gibt, nur weil man einen jetzt einmal reingenommen hat, ihn da jetzt noch irgendwie 4 Monate mitzuschleppen. Richtig. Dann hat man das Gefühl, dass für die Spieler nur lästige Pflichterfüllung ist, anders beim Eishockey, Handball und Basketball. Das ist so. Chris Ridder, derzeit Glück auf Pilz. Ich denke, dass man über die Binde nicht mehr sprechen sollte. Da bin ich komplett bei. Richtige Worte. Dankeschön, sagt Karl. Zum Thema U21. Was ist eure Meinung zu Adeyemo, der nicht zu U21 reisen wollte? Das können wir jetzt gleich nochmal aufnehmen. Fühle ich zu 100%. Sorry, über Götzes Tor geht zumindest nicht jedes Borussia-Tor. Ja, ich bin auch froh, dass ich einmal in meinem Leben noch Weltmeister geworden bin, das Gefühl kenne. Ja. Gegen Austria bin ich für Wöber. Wann Mats nicht im Tor steht. Im Kupfer TS-Podcast hat Leon Goretzka sehr gut über die Nationalmannschaft gesprochen. Ja, ich bin mal gespannt. Also mit so einem Sieg morgen, mit dem Kantersieg gegen die Türken, kann da schon einiges bewegt werden, glaube ich. Den Kantersieg, den sehe ich jetzt nicht unbedingt kommen, weil die Türken in einer schwierigen Gruppe, ne? Kroatien hinter sich gelassen, Wales. Ja. Also die Türken sind anders als ihre Kontrahenten jetzt schon qualifiziert. Also Kroatien droht da in die Playoffs zu müssen. Definitiv. Das Thema Adeyemi nehmen wir kurz nochmal auf die Warteliste. Tom, du wolltest noch was sagen. Nee, ich wollte das Ganze auch nochmal mit der Binde ansprechen, aber ihr habt das ja schon gemacht. Und, ja, lass das Thema Binde. Mal, bevor wir das Thema jetzt nochmal auspacken, muss ja nicht sein. Bevor wir zum Spiel gegen Borussia Dortmund kommen, also wie gesagt, bei der ich muss noch, doch 2-0 habe ich schon hochgestellt. Bevor wir zum Thema Borussia Dortmund kommen, kam mir gerade noch das Thema Adeyemi, der sich zu fein ist. Habe ich eben nur so mitbekommen, Wort so berichtet, dass er keinen Bock auf U21 hat. Weißt du da Näheres? Ich habe auch nur das eben irgendwie, ich glaube auf dem Wiki hin habe ich mal einmal durchgescrollt und da habe ich auch mal geschaut, wie der U21-Kader so aussieht. Mhm. Und bei meiner Google-Recherche kam dann auch U21-Kader und dann wurde direkt irgendwie so eine Adeyemi-Nachricht da reingespült. Ich habe jetzt nur mitbekommen, und das hat mir auch nochmal der Dortmund-Experte heute im Gespräch bestätigt, dass er wirklich bodenlos schlecht ist aktuell. Also Adeyemi, da ist ja mit nichts zu rechnen. Und finde ich interessant, als das ja mal der Manni Schwabel von Unterhaching, der Präsident, der sportlicher Leiter, also der große Kopf von der Spielvereinigung Unterhaching. Ja. Ich meine, der war es damals gewesen, der ja... Oder verwechsel ich das jetzt total? Irgendjemand hat mal über Adeyemi gesagt, in dessen Beisein, dass es da irgendwie alles an Potenzial gibt, ne? Und grundsätzlich an spielerischer Klasse. Rocco Reitz ist drin. Stabil. Der Messi vom Niederrhein ist drin. Aber dass es da irgendwie auf anderen Ebenen nicht so funktioniert, ne? Und das ist irgendwie echt, echt traurig, weil das Potenzial hat Karim Adeyemi. Ja, und Rocco Reitz jetzt
Eine halbe Stunde gegen Estland, drittes Quali-Spiel, U21. Es kommt darauf an, sich nicht zu verletzen. Das richtig. Ist das Wichtigste. Und vielleicht noch ein Tor zu machen. Gucken wir mal, gucken wir mal. Jetzt würde ich sagen, schwenken wir so ein bisschen nochmal kurz nach vorne, okay, bevor wir dann das Stürmer-Ranking machen. Spiel Dortmund. Oh, Estland jetzt. Oh, 2-1. 3-1. 2-1. Für mich war die Rocco-Reiz-Einwechslung quasi gleichbedeutend mit einem Tor. Ja. 2-1. Also ich glaube, Adeyemi hat ja auch genug mit Loredana zu tun aktuell, ne? Das ja, muss man dem ja nachsehen. Tim sagt auch gerade... Ja, der ist doch getrennt, oder nicht? Wenn ich mal kurz... Der hat sich doch getrennt. Keine Ahnung. Tim sagt gerade, Adeyemi hat zu viel mit Loredana zu tun. Aber jetzt dieses sagt, Thema wollte ich jetzt bewusst nicht aber aufmachen. Ist aber ja, er getrennt? Jetzt er ist getrennt, ich ja. Ich bin nicht im Boulevard beheimatet, das kann Kevin ich sagen. Ist nicht im Boulevard beheimatet. Wir machen es einfach live on stage. Wir gucken jetzt, ob er getrennt ist oder nicht. Er hat sich getrennt, wahrscheinlich. Ich habe noch was anderes. Laut Google ist Karim Adeyemi nicht dabei, weil er wieder in der BVB-Startaufstellung stehen möchte und lieber beim BVB-Training ist. Ah, okay. Also laut Toto will er bei der U21 nicht spielen, weil er sich beim BVB behaupten will. Aber ich kann den Artikel vorlesen, soll nee, ich? Nee, alles gut, wir glauben dir das. Aber wir müssen uns jetzt erstmal um die wichtigen Sachen kümmern mit Loredana. Er ist getrennt, ganz sicher. Da bin ich mir ziemlich sicher, Buschi. Man aber auch halten, was man will. Also ich glaube, das Trainingsniveau auf der Nationalmannschaft dürfte aktuell höher sein als das im BVB-Kader, wenn da alle weg sind. Der, also, ist nicht getrennt, der schmückt Weihnachtsbaum mit ihr. Steht hier ganz groß, Artikel vor 4 Stunden. Weihnachtsbaum statt U21, Karim Adeyemi schmückt. Das ist auch so ein richtiger Clickbait-Artikel, ne? Ich werde schon generell, geh nochmal zurück in die Google-Suche. Auch die dritte Nachricht da, also ist ein Monat her, aber das holt mich ja auch schon komplett ab. BVB-Star Adeyemi verbrachte erstes Date mit Loredana im Dönerladen. Der ist nicht getrennt. Der ist nicht getrennt. Nee, okay, dann ich habe das aber irgendwie gehört im Internet. Also. Ja. So kommen Gerüchte auf. So kommen Gerüchte auf. Wir verbreiten das jetzt einfach mal hier. Wir bringen bei Dortmund noch mehr Unruhe rein. Morgen Buschis Borussia-Folge. Loredana trennt sich von Adeyemi. Gladbachs YouTuber Nummer 1 wird als Nachfolger gehandelt. Loredana oder was? Buschis Borussia bringt morgen dick in der Bild. Buschis Borussia, was läuft da mit Loredana? Da sehe ich mich ja. Ne? Thorsten schreibt übrigens. Buschi, wer Loredana was für dich? Sorry, ich weiß gar nicht, wie Loredana aussieht. Also ohne Witz, ich würde das jetzt, das kann ich nicht sagen, aber ich bewege mich immer auch auf so gefährlichem Halbwissen. Dass ich meine Traumfrau war immer Helene Fischer, sage ich dir so, wie es ist. Ja. Immer. Mit Alkohol kommt die Wahrheit raus. Buschi, bist du Schlager-Fan? Ja. Ich gebe offen und ehrlich zu, dass ich gerne Schlagermusik höre. Ja, ist so. Bin auf dem Dorf groß gewachsen, ist immer so. Kaum ist Samba-Buschi mit Loredana zusammen, bringt Buschi keine Leistung mehr. Weißt du? Ja, ist so. Keine Leistung mehr. Gibt hier keine Leistung mehr. Wie schaffen wir jetzt die Brücke zum Dortmund-Spiel, sag mal? Über Karim Adeyemi, dass der sehr wahrscheinlich nicht in der Startelf sein wird. Jetzt einfach mal so als Take rausgehauen und dann können wir darüber reden, was dafür Frage, ist. Ja, ich weiß nicht. Wollt ihr anfangen oder ich? Ne, ich würd Kevin, weil er nicht hören kann, erstmal seinen Take machen. Was müssen wir im Dortmund-Spiel erreichen, um vielleicht was mitzunehmen? Buschi, ganz kurz. Ja? Sorry. Warum gibst du Kevin nicht, warum lockt er sich nicht über ein Handy-App im Discord ein und hört darüber Kopfhörer mit? Ja, er ist nicht im Discord. Ja, nächstes Mal musst du dich im Discord anmelden, damit du dann per Handy dabei sein kannst. Weil wenn du dir jetzt den Livestream anhörst, bist du 30 Sekunden später wegen der Latenz. Ne? Guter Punkt. Nächstes Mal bitte dann. Ich nehme das mit. Ja, er nimmt es mit fürs nächste Mal. Es war halt heute auch sehr spontan. Thorsten Schippe übrigens vollkommen zu mit Helene Fischer. Und jetzt dein Take zu Dortmund. Was müssen wir da machen? Was müssen wir da machen? Punkt Anfangsphase zu. Überstehen, direkt dagegen halten, kein frühes Gegentor kassieren und dann mal schauen, wie Dortmund minütlich nervös werden wird in dem Stadion. Und dann haben wir, glaube ich, gegen diese Abwehr, glaube ich, vielleicht ein Match mit unserer Konterstärke, wenn wir da irgendwie den Ball im Mittelfeld gewinnen und dann schnell nach vorne spielen. Die Dortmunder Abwehr ist nicht die schnellste, um es so zu formulieren. Das ist richtig. Ja. Buschi? Ja.
Die Frage ist, wie wird Dortmund jetzt reagieren? Ne, die haben jetzt in Stuttgart verloren in der letzten Minute. Also zwei Spiele jetzt hintereinander haben die jetzt verloren. Wie wird es da jetzt, ne? Wie wird es da nächste Woche aussehen? Können wir da, haben wir eine Chance? Würdest du sagen, haben wir eine Chance? Ja, nein, vielleicht? Ich würde das erstmal an Tim weitergeben. Tim, wie ist dein Gefühl gegen Dortmund? Und erstmal Valeska, grüß dich. Valeska, auch immer dabei, kommst hier rein und liest Helene Fischer. Das heißt, guten Abend zusammen. Haben wir alles richtig erkannt. Wir haben auch jetzt bis jetzt nur über Helene Fischer gesprochen, die ersten 70 Minuten. Tim, jetzt dein Take zu Helene Fischer. Nein, Spaß zu Dortmund. Ja, es ist ein spezielles Thema für sich. Also ich glaube, da ist aktuell irgendwie von vorne bis hinten alles drin. Zum einen, weil Dortmund ja irgendwie selber meiner Meinung nach die ganze Saison schon nicht die PS auf den Platz kriegt. Also die haben ja wesentlich mehr Spiele gewonnen, als sie eigentlich hätten gewinnen dürfen. Andersrum sind wir ja aktuell auch eine gewisse Wundertüte. Also da kann durchaus von Niederlage bis Sieg alles drin sein. Ich glaube allerdings nicht, dass wir da komplett unter die Räder kommen. Also klar, man kann auch in Dortmund verlieren, das ist ja gar kein Beinbruch, ne? Aber ich glaube auch nicht, wenn wir da verlieren, dass das so eine standesgemäße Klatsche wie die letzten Jahre wird. Und an einem guten Tag kannst du da definitiv auch einen Punkt oder ja, ein Sieg wäre natürlich jetzt sehr hoch gegriffen, aber einen Punkt kannst du auf jeden Fall mitnehmen, wenn es gut läuft. Wenn wir einen guten Tag erwischen und du deinen PS halbwegs auf den Platz bekommst, sehe ich das als durchaus realistisch an, dass du da momentan einen Punkt mitnehmen kannst und Dortmund halt in die Vollkrise stürzt, ne? Weil ich gehe mal davon aus, wenn Dortmund zu Hause nicht gewinnt, dann ist das für die auf jeden Fall der nächste Nackenschlag. Ja, absolut. Ja, mein Take ist ja, wenn wir da was holen, dann ist Terzic Geschichte. Toto, wie ist deine Einschätzung? Wir müssen halt vorsichtig sein, weil ich finde irgendwie, wenn wir zu arrogant reingehen, dann überrollen die uns, weil die haben ja auch Qualität im Kader. Ja, ja, die Qualität ist auf jeden Fall da, definitiv. Ja. Und wir haben halt, wir spielen halt auch nicht hier vor heimischer Kulisse und wir haben halt die letzten Spiele hier im Signal Iduna Park auch nicht gerade so glamourös gewonnen. Ja. Weshalb ich zuversichtlich bin, aber trotzdem lieber nicht mit Arroganz da reingehen. Hier, Jung Miraculix ist dein Fan. Ah, stabiler Typ. Ja. Ja, ich würde sagen, um die Runde hier noch zu beenden, einmal eure Tipps für morgen, weil wir machen ja nächste Woche noch Fan-Talk. Eure Tipps morgen, Deutschland, Türkei und Tim beginnt. Wie geht's aus? Ja, da wir ein Auswärtsspiel haben, ne? Wir pfeifen, scheiße. Ich würde mal sagen 3-2 für uns. 3-2, Tim? Ich hab grad. Tom. Ja, genau richtig. Ich glaube, das wird ein knackiges 3-1 für uns morgen. Und abschließend Toto. Ja, ich würde mich auch beim 3-1 anschließen. Perfekt. Männer, ich danke euch, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank und wir hören uns spät. Also morgen gibt es einen Stream zum Länderspiel, vielleicht seid ihr dabei. Sonst Sonntag normale Folge und nächste Woche ist dann wieder Borussia an vorderster, an vorderster Stelle. Und ich danke euch, dass ihr dabei wart. Vielleicht gleich noch im Chat. Und ansonsten wünsche ich euch schon mal schönes Wochenende. Ne? Macht's gut. Jo, ja, sehr gerne. Danke. Kannst du auch Kevin nochmal schön grüßen. Ich habe mit dem auf Twitter schon ein paar Mal hin und her geschrieben, aber unter anderem Namen. Ja, sag ich ihm jetzt gleich Bescheid. Ja, Grüße zurück. Grüße zurück. Er hat's mitgehört. Ja, dein Tipp jetzt noch. Wie geht's morgen aus? Deutschland, Türkei, bevor wir zum Stürmer-Ranking kommen? Das wird ein schönes, knackiges 3-1 für Deutschland werden. 3-1 für Deutschland. Ja, einfach schöner Nagelsmann-Fußball im Vergleich zu dem Flickchen-Chaos. Ich habe mir da noch tatsächlich noch kein abschließendes Meinungsbild dazu gemacht. Also ich bin da wirklich jetzt optimistischer. Das merkt man ja auch anhand des Tipps. Aber ich würde jetzt einfach mal auf ein 3-1 für Deutschland gehen. Ja. Ich bin mal gespannt. Kann auch hitzig sein, ne? So ja, schön, hitzig. Also Deutschland-Türkei in Berlin, das gebe ich mir auch aus mehreren Gründen, um es mal so zu formulieren. Ja. Ne? Also atmosphärisch sind ja Länderspiele auch häufig langweilig, aber das kann sicherlich gut werden oder wird gut. Ja, wo ich es auch gerade sehe, mein Zweitkanal kommt auch gerade in den Chat, wo wir heute schon bei Eigenwerbung sind. Da habe ich übrigens das Ranking schon hochgeladen, was Kevin jetzt gleich machen wird, wo er seine Einschätzung geben wird. Da könnt ihr auch gerne mal, ich blende es jetzt nochmal ein, das ist Buschis Borussia Clips. Ehrenkanal. Da habe ich das Ranking eben schon hochgeladen, mein Ranking.
Wie gesagt, ich blende es auch nochmal ein. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Das Ranking kann jeder jetzt parallel sogar machen. Ich habe da heute Mittag mit meinem Partner Tops die Tierlist erstellt. Ich muss nur mal gucken. Ich hatte hier noch ein paar Kategorien hinzugefügt. Moment, jetzt darf ich nicht zu viel zeigen, sondern so. Ich hatte, damit du die gleichen Voraussetzungen hast. Und der Chat darf natürlich live mitmachen. Ich hatte als erstes Goat. Dann hatte ich hier noch eine Kategorie hinzugefügt. Head Roll Buff, genau. Dann hatte ich hier Next Goat. Müssen sie aber auch farblich grün. Dann hat, was hatte ich hier noch? Genau, Next Goat. Dann hatten wir hier Top-Stürmer. Top-Stürmer. Was hatte ich dann? Torgarant. Warte mal, dann schieben wir den mal hoch. Hier war der Torgarant. Garant. Du hast auch nur die Kategorien jetzt gleich, ne? Ja. So, Torgarant. Was hatte ich noch? Klassischer Einwechselspieler. Muss nicht sein. Und... Aber was ist der Unterschied zwischen Top-Stürmer und Torgarant? Ja, das erkläre ich dir gleich. Muss nicht sein und kein Bundesliga-Niveau. Das ist eine feine Justierung, die hier vorgenommen wird. Mm. Gold, absoluter, ist Weltklasse. Ist schon Weltklasse. Wird auch immer sein. Next Gold kann sich noch zu Weltklasse entwickeln, kurz davor. Top-Stürmer ist für dich einer, der Minimum so 10 bis 15 Tore liefert. Mm. Torgarant, 5 bis 10 Tore, spielt immer, ist jetzt nicht einer, der plötzlich 20 Tore macht. Klassischer Einwechselspieler, unter 5 Tore, muss nicht sein, weiß, kannst du nichts von erwarten und er hat einfach kein Bundesliga-Niveau. Ja. Kannst du dir einteilen, wie du willst. Der Chat kann da auch mitmachen. Ich zeige dir kurz die Spieler. Natürlich in Tops-Karten-Design, vor denen keine Top-Karten gab. Normales Design. Und wir fangen mit Werder Bremen an. Wir nehmen den Chat mit, wir gucken ihn. Ja, die Retro-Trikots fallen auf jeden Fall kleiner aus. Chat, schreibt auch gerne rein. Wir fangen mit Werder Bremen an. Marvin Ducksch. Marvin Ducksch, ein Torgarant. Echt? Ja. Ich hätte ihn bei mir schon Top-Stürmer reingemacht. Ich finde ihn gut. Ich finde ihn auch gut, aber... Ich bin mal gespannt, wo die Reise bei dir hingeht. Dann fangen wir an. David Kownacki. Klassischer Einwechselspieler. War ja in Düsseldorf ganz okay. Jetzt sehe ich gerade nur eine Stufe unter Ducksch. Aber gut, wir gucken mal, wo die Reise hingeht. Darf nicht verändert werden, ne? Er hat bodenlos gespielt bis jetzt, David Kownacki. Raphael Buch. Jetzt wird es schon schwierig. Jetzt hast du dir schon ein Ei gelegt. Ich schon ein dickes Ei. Willst du ihn noch runterschieben? Würde ich gerne machen dann. Wohin? Die Frage ist, wer kommt denn da noch so? Ja. Nee, dann muss nicht sein. Eins runter. Ich will jetzt hier nicht komplett alles verschieben. Raphael Santos Boré. Schwierig. Er ist ja eigentlich kein klassischer Einwechselspieler. Das ist vom Niveau gerankt. Ja, dann geh ich aber auf das mittlere Niveau. Klassischer Einwechselspieler. Ja. So, jetzt haben wir Behrens. Union Berlin Behrens. Kevin Behrens ist... Torgarant. Auf einer Stufe? Ja, haben beide jetzt Nationalmannschaftserfahrung oder Ducksch wird sie jetzt bekommen? Bei mir war Top, ich glaube, Behrens schon Torgarant bei meiner Liste. Ich hatte Ducksch einen schon Top-Schirmer reingenommen. Kevin Volland, schwierige Kiste. Boah, ganz schwierige Kiste, weil er ja aktuell gar nicht abliefert. Und ich finde auch, der hat letzte Saison in Frankreich schon nicht gut gespielt, dann schlecht bei Union reingekommen. Aber eigentlich sich noch rote vom Potenzial Karte. Her... Der hat kein Potenzial mehr, über 30. Du willst mich jetzt hier so auf die... Nee, für mich Volland ist auf Boré. Ich darf dich auch nicht triggern, weil sonst kriegen wir... Also Volland zu Boré, bitte. Ich will dich ja in meine Liste reintreiben. Fofana. Torgarant.
Fofana Tor, dafür ist er ja noch nicht bekannt. Aktuell. Nee, ist er noch nicht, aber du sagst ja, es ist ja grundsätzlich mit Potenzial und sowas alles, ne? Deswegen, ich gebe nur das wieder, was du mir sagst. Der Adam schreibt, Player zu hoch eingestuft, würde alle Stürmer gleichsetzen zu schwanken in letzter Saison. Weltklasse. Er nimmt schon Bezug auf, der Adam nimmt schon Bezug auf mein Ranking. Jetzt sind wir bei, bei Köln, Davy Selke. Mentalität hat er, aber für mich ist das immer wieder auch sehr, sehr, sehr technisch schwach, also muss nicht sein. Luca Waldschmidt? Klassischer Einwechselspieler. Siehst du ihn über Selke? Ja, sehe ich über den. Ich finde den bodenlos. Also er hat ja in den letzten Jahren nirgendwo mehr den Beweis erbracht, dass er Bundesliga-tauglich ist. Ja, aber trotzdem ist es ein Spieler, den hätte ich zum Beispiel auch genommen für die Kaderbreite. Ich sehe in ihm noch mehr als in Davy Selke. Also ich bin mal gespannt, wenn wir Mainz gleich daneben gehen. Ich habe auch gerade schlimme Befürchtungen, ja, dass hier rausgeht. Demirovic. Demirovic, Torgarant. Torgarant. Bello. Waren wir auch schon mal dran interessiert. Ja, das stimmt. Die Bello-Thematik kennen wir alle. Muss nicht sein, muss nicht sein. Echt? Mir hat nicht so viel gegeben, ehrlich schon gesagt. Schon zwei Tore gemacht. Philipp Tietz? Tietz? Heißt er Philipp? Ja, Tietz. Philipp Tietz, ex-Darmstadt, ne? Auf eine Stufe mit Volland und... Ja, doch, da, auf jeden Fall. Da? Ja, ja. Mathis Tell. Mathis Tell, Top-Stürmer. Ich finde den schon krass. Also ja, der könnte mal richtig, der könnte schon richtig, der könnte schon richtig krass werden. Deswegen ist für mich jetzt aktuell die 1 hier in dem Ranking. Choupo-Moting ist für mich jetzt sau schwierig. Das ist ja... Vor zwei Jahren hätte ich den schon... Genau, das ist nämlich der Punkt. Ich finde, er hat er auch abgeliefert, ne? Weil er ja auch dann häufig musste, wenn Lewandowski nicht gespielt hat und so. Jetzt haben sie mit Kane offensichtlich einen Stürmer, der deutlich, wie soll ich sagen, weniger verletzungsanfällig auch ist. Ja. Aber also er hat natürlich jetzt nicht mehr so diese Schlagkraft bei Bayern, weil er sie auch nicht haben muss. Aber es ist für mich dann trotzdem... Also nominell ist es ein klassischer Einwechselspieler. Du sagst aber, es geht um die grundsätzliche Stärke des Spielers und dann ist er ein Torgarant. Mein Gott. Ich hätte ihn... Ja, vor ein paar Jahren hätte ich ihn fast noch höher gerankt. Ja, genau. Deswegen jetzt Torgarant ist okay. Harry Kane. Goat. Ja. Also was anderes geht da nicht. Ja. Also, da sind wir uns einig. Ja. Habe ich auch in meinem Ranking. Ja. Edgar, grüß dich. Edgar Ruh. Gibt es noch was hier in den Kommentaren? Ne, bis jetzt keine Beanstandung in den Kommentaren. Sind wahrscheinlich auch gerade selber ihr Ranking am machen. Ist das Philipp Hofmann? Ja, Hofmann von Mainz. Von Bochum. Genau. Ich habe ja eben schon meine Affinität zu ihm dargestellt. Ist für mich so ein bulliger Bochum-Stürmer. Das passt wie die Faust aufs Auge. Aber kriegt er gar nichts hin, diese Saison. Ja, die Saison nicht, aber ist für mich dann trotzdem eine Stufe mit Tietz. Echt? Ja. Okay, Paciencia? Der kriegt für mich gar nichts in diese Saison. Kein Bundes, ist halt so schwierig. Ich frage mich halt, wer da noch alles kommt. Mal kurz einen Check machen. Aber an sich... Ich habe mich immer so auf 2, 3 beschränkt. Machen wir mal, muss nicht sein. Ich glaube, bei dir kommt keiner hier unten. Asano? Asano auf die Hofmannstufe. Die Hofmannstufe, klassische Einwechselspieler. Braden Manu, lang verletzt gewesen, in der zweiten Liga schon gezeigt, was er kann, aber... Ja, erste Liga vielleicht ein zu viel. Boah, ja, das ist deutlich zu viel, würde ich aktuell sagen. Jetzt frage ich mich, da kommt noch Stojilkovic und das ist Wilhelmsson, der andere, ne? Dann gehe ich bei Manu auf muss nicht sein. Asano sehr underrated, sage ich auch. Ja. Krasser, ich finde den geil. Er ging gegen Köln auch gut gezockt, nur das Tor nicht gemacht. Ne? Aber Manu würde ich dann zu Paciencia holen. Mhm. Und Stojilkovic, da muss ich jetzt klar sagen, das ist für mich dann kein Bundesliga-Niveau, weil er auch noch nichts gezeigt hat. Wilhelmsson hat ein Tor gemacht. Wilhelmsson hat ein Tor gemacht, hat auch zuletzt Startelf gespielt. Ja. Boah, reicht das dann, um da drüber zu kommen? Pack ihn auch neben Stojilkovic. Füllkrug noch im Werder Bremen. Für mich spannend, ganz kurz. Pfeiffer, den Darmstädter Stürmer, der eigentlich da Stamm spielt, der ist jetzt gar nicht hier mit bei. Ne? Den hätte ich zum Beispiel dann auch mindestens auf der Stufe, oder den hätte ich auf der Stufe von Manu gesehen, aber das nur am Rande. Ja. Füllkrug noch am Werder Bremen Design, aber natürlich ranken wir ihn für Dortmund. Ja, das ist die Abteilung Top-Stürmer. Ja? Ja.
schon auch länger nachgewiesen als Duxch. Ja. Deswegen kommt er dahin. Dann Allaire. Sebastian Allaire. Schwierige Kiste. Gefühlt, seitdem er den Elfmeter verschossen hat gegen Mainz am 34. Spieltag. Weil an sich war sein Comeback nach seiner Erkrankung ja unfassbar krass. Ja. Aber jetzt spielt er so gar keine Rolle mehr. Aber eigentlich ist das für mich ein Top-Stürmer. Bei mir, ja. Ich habe halt sehr, sehr stark diese Saison gerankt, ne? Ja, ich mach's dann ein bisschen anders, aber es bringt doch dann auch die Würze rein. Top-Stürmer, sagst du? Ja, pack ihn bitte dazu. Mhm. Moukoko? Moukoko ist für mich... Oh, da muss man immer noch das Alter mit sehen, ne? Aber hat es aktuell super schwer. Stürmer Nummer 3 in Dortmund. Torgarant. Und eher sogar Tendenz nach unten. Ja, ich glaube, ich weiß gerade nicht mal, wo ich ihn bei mir gerankt habe, aber ich glaube, bei mir war es Tendenz mehr nach unten. Ich finde halt, ich werfe keinem Jugendlichen, um das Thema mal kurz aufzumachen, ich werfe keinem Spieler mit 18 vor, wenn die plötzlich 3, 4 Millionen im Jahr oder eher ja wahrscheinlich noch mehr hingelegt bekommen, 5-Jahres-Vertrag, sagen wir mal, in seinem Fall, ja, gehen wir einfach mal von 4 Millionen aus, in 5 Jahren 20 Millionen. Netto in der Tasche 50% Steuern, kriegt er 10 Millionen. Wenn du es clever anstellst, hast du mit der einen Unterschrift komplett ausgesorgt. Kaufst dir ein paar Wohnungen, machst ein bisschen clever hier und da und du bist komplett fertig mit der Unterschrift. Ne? Ob das für die sportliche Entwicklung immer so gut ist, ne? Er war ja schon quasi der Mbappé 2.0. Für mich ist maximal aktuell ein durchschnittlicher Bundesliga-Stürmer. Ja, also ich habe jetzt auch gestern wieder. Ich glaube, das war die Bild, die das Thema mal wieder aufgemacht hat, dass Köln sogar eine Option ist für ihn jetzt im Winter. Über eine Laie oder so. Wäre für Köln auf jeden Fall eine große Verbesserung. Aber er spielt ja aktuell wirklich keine Rolle. Ja, Timo Werner ist auch eine Wahnsinnsgeschichte. Dazu kommen wir gleich noch. Traditionsclub aus Leipzig tatsächlich gar keine Spielzeit mehr kriegt. Aber dazu später mehr. Jessic Ngankamp. Boah, fand ich bei Hertha ziemlich geil, ehrlich gesagt. Hatte super Anlagen. Spielt null eine Rolle. Teilweise nicht im Kader. Jetzt ist halt die große Frage. Boah. Dann ist das die Kategorie. Ja, aber das ist dann. Nee, doch, ist die Asano-Kategorie trotzdem. Mamouche. Ja. Bin ich positiv überrascht von, muss ich sagen. Finde ich super. Sehr komplett. Jetzt nicht so dieser Strafraum. Bulle oder so, gar nicht. Ne? Also hat auch einen ganz guten Antritt, finde ich. Für mich ein Top-Stürmer. Pack den bitte oben rein, ja. Siehst du für eine Stufe mit Mathys Tel? Ja, ich glaube, Mathys Tel hat mehr Potenzial noch auf lange Sicht. Ne? Also da passt jetzt natürlich auch so ein bisschen der Karriereweg schon mehr und der Altersunterschied ist schon da, aber die Saison, da du das ja auch sehr wichtig erachtest für die Bewertung, und da muss man Mamouche auf jeden Fall dann hoch einschätzen. Ja. Höfler. Höhler. Höhler finde ich übelst geil. Höfler finde ich übelst geil. Passt auch zu, das ist für mich immer noch der personifizierte FC Augsburg, irgendwie so einer, der latent nervt er mich immer. Höhler ist geil. Höhler macht immer seine. Das ist wie der FC Augsburg. Der nervt einen auch. Ne? Ja. Die sind unkaputtbar. Und jetzt spielt er seit Jahren schon in Freiburg und steht da sein Mann. Gegen uns ja leider auch wieder gut unterwegs gewesen. Steht übrigens immer noch 2-1. Habe ich das angepasst? Torgarant. Ja. Torgarant, ja. Adamu. Also, diese Saison, guter Kollege von mir ist Freiburg-Fan. 8-9 Millionen hat der gekostet, ne? War teuer. War teuer, war auch fast der einzige Transfer vom Sportclub in diesem Jahr, aber die sind ja komplett underwhelmed von dem. Mhm. Muss nicht sein. Ja, bin ich glaube ich dabei. Gregoritsch finde ich geil. Finde ich gut. Ist für mich ein Torgarant. Ich muss aufhören, was zu sagen. Ja, du musst gar nicht sagen. Wir kriegen das schon hin. Fußballgott! Rocco Reitz! Der Messi vom Niederrhein hat zugeschlagen. 3-1. Rocco liefert. Bei ihm läuft aber auch alles. Da muss. Oh, jetzt gleich kommt die Werbung, können wir überspringen. Da muss auf jeden Fall. Dieses Tor. Ja, ich habe es noch nicht gesehen. Es muss schön gewesen sein. Oh, guck mal, wie der den annimmt. Top und dann. Ja. Bisschen Glück, des Tüchtigen. Der Messi vom Niederrhein hat zugeschlagen. Was für ein krönender Abschluss dieses Tages. Ja, also wenn der Messi vom Niederrhein noch zuschlägt, Wahnsinn. Haben wir hätten es uns echt nicht besser ausmalen können jetzt.
Boah, Korals, erst Spiel, erst Tor. Es ist der Messi vom Niederrhein. Zwei Tore in Folge. Viele haben ihn schon mit Lothar Matthäus in den verglichen. Gregoric? Auf eine Stufe Torgarant zu Höhler, bitte. Tim Kleindienst. Auch dahin. Boah, ich glaube, ich habe Tim Kleindienst bei mir ganz weit oben, Alter. Also nicht hier, ja, aber ja, schon. Wenn du jetzt klar bist, aber das, also ich meine, Tim Kleindienst war. Vom Fünften schon gemacht diese Saison. War schon bei Hoffenheim, oder? Tim Klein. Vor Jahren. Tim Kleindienst. Nee, bei Freiburg. Also das ist ja, da kommt jetzt auch keine Riesenkarriere mehr bei Rom. Ja, warte mal ab, der spielt nächstes Jahr bei uns. Tim Kleindienst. Oder Backup bei Bayern für Kane, wenn Choupo-Moting ausgedient hat. Dingchi. Hier habt ihr es zuerst gehört. Ehren Dingchi, klassischer Einwechselspieler. Hat gegen uns ein Tor gemacht. Ich glaube, das war auch sein einziges, ne? Kann das sein? Nee, gegen Bremen war nicht auch getroffen beim Heimsieg. Bin mir relativ sicher. Oh, Konter. Der ist gut. Wout Weghorst. Wout. Hoffenheim, nur mal kurz um eingeschmissen, die haben eine extreme Stürmerdichte, ne? Ja. Ich habe jetzt Kramaric, Bayer und Weghorst, die haben aber noch Berisha, der verletzt ist, glaube ich. Oder was, Demira? Ne, Berisha, ne? Wen haben wir denn hier? Ich verwechsel immer Berisha und Demira. Berisha ist nach Hoffenheim gegangen, klar. Genau. Bebu haben die noch. Ja. Da ist schon viel. Ja, Bebu spielt ja auch so Schiene häufig. Ja. Ne? Sko war früher auch mal Stürmer. Schon seit längerem dann auf der Schiene unterwegs. Wout Weghorst? Wout, schwierig. Torgarant. Kramaric? Das ist ja sicherlich nicht, aber per se ist es für mich ein Top-Stürmer. Und Bayer? Muss ich eigentlich da sehen, wo ich Mamouche sehe, ne? Gerade wenn man diese Saison reinzieht, Top-Stürmer. Wo hast du Mamouche? Ah, Top-Stürmer. Logic habe ich. Schick habe ich extra rausgelassen, weil er gar keine Rolle gespielt hat. Und Logic. Logic, der spielt ja auch kaum. Also, ist haben, auch mehr außen. Sie haben den Vorteil, dass sie halt Euroleague in einer wirklichen Schrottgruppe spielen. Und da kann Xabi Alonso immer 8-mal wechseln. Macht er ja auch 7-8-mal wechseln. Deswegen kriegt er ja dann Spielzeit. Aber klassischer Einwechselspieler, das passt sogar auch hier von der Kategorie, vom Namen her. Also dahin bitte. Boniface. Eins unter Kane, next goat. Ja. Also eins. Ich glaube, in den oberen Kategorien werden wir keine Unterschiede haben. Das ist mir ziemlich sicher. Da bin ich froh. Ich dachte schon, er hatte schon kurz gedacht, dass Tim Kleindienst Goat ist. Bei Tim Kleindienst war kurz davor. Karim Onisivo. Boah, ekliger Typ. Finde ich irgendwie ganz geil. Torgarant. Ajorg. Letztes Jahr wäre Ajorg so auch Torgarant, Topstürmer bei mir gewesen. Diese Saison ja komplett abgetaucht. Komplett steif auch. Muss nicht sein. Echt? Zu tief schon bei dir gesunken? Ja, weil der ist echt richtig schlecht unterwegs ist. Ja. Burkhardt, viel Verletzungsprobleme, ne? Ja, eigentlich viel Potenzial. Eigentlich Schick ein bisschen unfair, dass er jetzt überhaupt, aber an sich, dann machen wir doch mal Torgarant so als Kompromiss. Ja, oder klar, Scheinwechsel. Ja, ist vielleicht besser. Ja. So, jetzt kommt's. Timo Werner hat bei mir brutal verschissen. Also auf so einer gewissen Ebene auch so diesen ganzen Habitus von ihm. Ja. Mag ich den null. Wirklich gar nicht. Aber er hat sportlich, also dann ist es ja klassischer Einwechselspieler, würde ich dann drauf gehen. Karl hat geschrieben, ich habe am 8. Spieltag wieder bemerkt, dass Weghorst bei Hoffenheim spielt. Also, klassischer Einwechselspieler. Aber merkst du mal, wie tief der gesunken ist. Der hat ja früher so in D-Kategorie vielleicht mal gepasst. Ne? Also Top-Stürmer Minimum. Šeško. Finde ich gut. Ja, reicht schon für Top-Stürmer. Also, mach einen höher. Top-Stürmer schon? Ja, er hat auch jetzt Openda? Slowenien da ziemlich, also sieht gut aus, dass sie zu ihm kommen. Openda, boah, da könnte man next, nicht über Tell, auch Top-Stürmer. Auch Top-Stürmer. Ich hatte, glaube ich, bei Šeško hatte ich was tiefer. Bin ich mir gerade nicht sicher. Gerassi? Ja, also wenn ich diese Saison nehme, dann kann es nicht unter Next Goat gehen, aber für Goat reicht es dann auch nicht, weil das wären auch albern, weil man eine Saison mehr oder weniger bewertet. Ja. Auf diesem krassen Niveau, deswegen. So ist gut. So, Silas. Bin ich Fan, muss ich sagen. Ich auch. Mag ich sehr gerne. Ich glaube auch, ja. Top-Stürmer. Undav. Finde ich auch stark, aber muss er jetzt auch noch mehr nachweisen. Torgarant, aber dafür reicht's. Und Dux ist wirklich so der verdienteste Torgarant, merke ich gerade. Der jetzt verdient
Bevor es spannend wird, von unserer Borussia kommt jetzt unser Pokalgegner und letzter Bundesliga-Gegner, Thiago Tomasch. Ich weiß nicht. Nicht ein Wechselspieler. Warte, mal hier, pack mich hier hin. Und Jonas Wind. Mag ich auch sehr, Topstürmer. Ich glaube, da habe ich ihn bei. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich habe ihn aber auch in Topstürmer. Jordan. Hm. Alter! Hat er wieder ein Tor gemacht? Marco Reitz hat wieder ein Tor im ersten Spiel. Was ist das denn? Ich sag's euch, das ist der Messi vom Niederrhein. Also ganz ehrlich, hier passieren wilde Dinge, wenn wir hier zusammensitzen. Der Rocco muss wieder rein. So, wir gucken uns das an. Was macht der? Aus der zweiten Reihe zieht er da an, was er macht. Der hält einfach den Moukoko hält den Ball hoch. Dann ein bisschen Kommissar Zufall. Ein bisschen, ja, allgemein, ja. Abstauber-Tor muss man auch noch machen. Reitz bitte bei Gold einsetzen. Das nächste bei dem Sechser-Ranking ist Reitz über allem. Der hat eine eigene Kategorie. Ja, Reitz-Gold. Kategorie ganz oben. Rocco. Genau. Kategorie Supername. Kategorie Rocco ganz oben. Ja, macht er einfach zwei Hütten. Ja, wir waren bei Jordan. Rocco Reitz bringt voll aus der Fassung. Boah, Jordan, in diesem Jahr. Wen habe ich unter Torgarant? Ich kann mal kurz eine grobe Übersicht geben hier. Ja, klassischer Einwechsel. Also ich würde Jordan unter Torgarant. Er hat auch schon geliefert. Zwei Tore, ist ja noch nicht so lange. Pokal, doppelt, Pokal getroffen. Doppelt getroffen. Also deswegen, ich finde, hat das. Hat er doppelt getroffen? Doppelt gegen die ersten beiden zwei Buden. Einmal stimmt, nach der Ecke und dann auf dem Gumu-Zuspiel. Alassane Player. Ich glaube, der war bei mir auch ziemlich hoch. Ja, das ist jetzt so, also das mindestens Dux. Und also diese ganze, ein bisschen Gladbach-Brille, Top-Stürmer. Er hat auch die Matchwinner-Karte übrigens. Ja, komm, dann machen wir das. Und so. Thomas Schwanscherer, der krönende Abschluss. Hat auch schon genug Tore gemacht, um ihn unter Torgarant einzusortieren. Ist für mich deswegen. Er ist auf einem Level mit Jordan. Chat, schreibt mal rein, wie ihr die Gladbacher einsortieren würdet. Ich glaube, bei den Gladbachern haben wir keinen Unterschied. Ich bin mal gespannt, wie der Chat einsortiert, wenn sie noch da sind. Aber wir haben 180 Zuschauer, noch 20 bis 200. Ja, ist super, aber auch verdient für Rocco, ne? Also für Rocco auf jeden Fall. Was für ein Abend. Wir können auch noch mal kurz den YouTube-Button drücken. Wir können auch die Zuschauer. Sollen wir mal einen Werbebutton? Nee, da verlieren wir zu viel. Hochmut. Wie lange bist du noch live? Wir machen jetzt noch fertig und dann nicht mehr so lange. Wir sind ja morgen wieder live. Du kannst auch gerne mal, wenn du in Berlin bist, zum Spiel kommen. Kommentieren wir mal ein Gladbach-Spiel zusammen. Ja, ich bin ja in Berlin. Ne? Ja. Ich bin ja häufig dann auswärts auch unterwegs und so. Aber wenn du mal da bist bei Lass uns Spiel. Mal überlegen. Vielleicht, also ich denke nur mal laut. Ich weiß ja nicht, ob du dann auch streamst oder ob du selbst vor Ort bist. Aber Hoffenheim wäre eine Option. Sage ich jetzt mal ganz spontan. Mann, das ist doch. Das Spiel vor Wolfsburg, 2. Dezember, 15:30. Ja, können wir mal ins Auge nehmen. Weil in Dortmund bin ich da, gegen Wolfsburg im Pokal auch. Aber Union dann. Hoffe ich auch noch auf Ticket. Ja. Aber Hoffenheim-Heimspiel auf jeden Fall machen wir. Können wir mal ins Auge nehmen. Können wir auf jeden Fall mal ins Auge nehmen. Jetzt legen wir mal den Vergleich an. Ich mache jetzt mal meine auf. So. Fangen wir mal. Warte mal. So, ich glaube, hier kann man eine ganz gute Übersicht. Goat haben wir gleich. Harry Kane. Next Goat haben wir auch gleich. Mhm. Dann habe ich. Du hast Topstürmer habe ich Duxch, Demirovic, Tell, Füllkrug, Tim Kleindienst, Bayer, Openda, Wind. Boah, das sieht schon gleich aus, ne? Also Šeško fehlt da halt, das hat es ja eben Duxch schon gesagt. Duxch hast du tiefer? Du hast Silas auch tiefer, ne? Silas ist bei mir, ja, unter Torgarant. Ja. Dann. Gibt es noch so große? Wir gucken mal unten. Ich glaube, unten könnte ganz. Du hast deutlich mehr auf der untersten Stufe. Ja, also bei mir in nicht Bundesliga-tauglich ist Kovnatski bei mir aktuell. Boah, die Darmstädter haben bei mir gut abgeschnitten. Wo ist denn Wilhelmsson? Aber muss nicht sein. Und Manu, Waldschmidt. Hofmann, Paciencia und Stojkovic. Also Waldschmidt und Hofmann hast du deutlich drunter. Kovnatski, glaube ich, auch. Timo Werner und Volland muss nicht sein. Und Stojilkovic ist der Einzige, den wir beide ganz unten haben. Ja.
Aber es ist fast, also ich würde sagen, so große Unterschiede, wie wir am Anfang gedacht, gibt es gar nicht. Nein, also ich denke, da kann ich erhobenen Hauptes, wenn ich das so halbwegs ähnlich gemacht habe, jetzt hier dieses Haus nachher verlassen. Rocco Reitz, auch Interview gerade. Wir können leider keinen Toner machen, weil Bild und Ton gehört natürlich der Fernsehanstalt. Ja, da können wir auch den Timer beenden. So, und ich glaube, es ist dann auch ein guter Zeitpunkt, uns zu verabschieden. Ich finde, wir haben das Spiel gut begleitet. Es ist 4-1 ausgegangen. Zweimal Rocco Reitz, wie erwartet. Ich mache immer zum Abschied noch eine Fragerunde, so 2-3 Minuten, die können wir noch machen. Wenn es noch Fragen gibt an mich oder den Kollegen von Forstenbuch, Kevin, könnt ihr jetzt reinstellen. Wir bedanken uns schon mal bei allen, die heute dabei waren in den, wie lange haben wir gemacht? Knapp 2 Stunden. Jo, danke euch. Na, 2 Stunden waren es nicht. Sagen wir 1,5. Ja, doch schon, dann irgendwann 1:45. Bedanken wir uns natürlich bei allen, die sich jetzt verabschieden. Wenn es noch Fragen gibt, bis 8 Uhr können die jetzt noch reinkommen. Du kannst auch noch ein paar Worte an Chat richten. Ja, genau. Vielen, vielen Dank. Also auch für diesen regen Austausch. Und sicherlich der eine oder andere Take diskutabler als der andere. Ja. Bei vielen waren wir uns auch einig. Aber so insgesamt muss man sagen, die Stimmung bei Borussia jetzt, nach dem Derby hätte ich es nicht gedacht, dass wir irgendwie so knapp einen Monat später hier sitzen und doch wieder relativ entspannt sind. Ja, ganz dafür entspannt. Gebührt der Mannschaft ein Lob. Trotzdem, so ein Derby wollen wir nicht nochmal erleben. Also, nee, das schaffe ich nicht mehr. Ich möchte auch so ein bisschen der Mana sein hier, ne? Weil du bist ja auch jemand, der dann schon mal schnell Richtung Europa schielt. Ne? Aber ja, ich bin aber auch, natürlich ist mir das bewusst, dass das sehr, sehr schwierig ist. Grundsätzlich, so bin ich aber auch privat, ich finde, du musst dir immer hohe Ziele setzen. Die halb Platz 8 ist ja oder 7 ist ja nicht komplett. Wenn du eine starke Saison spielst, ist es machbar. Ich glaube auch nicht, dass die Spieler sagen, ey, scheißegal, Hauptsache wir steigen nicht ab. Ich glaube, die Spieler wollen ja auch das Maximum. Ne? Klar träume ich dann schon mal schnell von Europa, aber da hat ja jeder seine andere. Und wir haben ja auch noch die Pokaloption. Ohne, auch ja, da kann man nach Europa kommen. Richtig, das sage ich ja auch immer wieder. Über den Pokal nach Europa fahren. Danke, Jungs, bis morgen. Besten Dank, Jungs, was war mir eine Ehre. Bis demnächst. Karl, danke dir auch, dass du im Chat als Moderator dabei warst. Klasse Talk. Thomas Fisch. Tom schreibt, wie viel Euro hast du für die hochgekrempelte Hose in Kombination mit den Socken und dem Topsfoto mit Marvin bekommen? Tatsächlich, also das ist halt mein Style, so wie ich aussehe. Und das war spontan. Ich und Marvin haben noch heute Morgen, wir hatten ja mal das Gewinnspiel auf dem Zweitkanal und dafür haben wir heute Morgen der hat ja einen Kiosk und dafür haben wir heute die Trikots verschickt. Einmal dieses 120-Jahre-Trikot und einmal das Retro-Trikot in der Größe L. Das haben wir da verschickt. Deswegen war ich da und wir sind beide, Marvin und ich, halt mit Tops verpartnert. Und dann hat es mir das angeboten, mal ein Bild zusammen zu machen und auch mal, ein bisschen für die Partner auch gut Wetter zu machen, weil ich bin ganz ehrlich, ich habe die besten Partner, also für mich, dein Sportsfreund, top, also auch der Partner vom heutigen Livestream, wirklich top, Online-Händler, super Typen, macht mir riesen Spaß mit denen zusammenarbeiten und Tops ist halt ein Kindheitstraum von mir, immer Karten gehabt und ich muss halt niemandem was erzählen, wenn ich die Packs aufmache oder über deinen Sportsfreund rede, geht mir halt das Herz auf und das ist eine bessere Kombination kann es ja gar nicht geben. Ja, es ist wichtig, ne, dass man auch dazu wirklich steht und dass man das nicht einfach nur irgendwie über den Äther bringen muss, obwohl man damit gar nichts zu tun hat. Richtig. Darauf kommt es immer an. Ne? Richtig. Ich hätte auch schon ganz, ganz andere Deals annehmen können, aber da hatte ich keinen Bock drauf. Hab ja auch eine Verantwortung. Also ist ja wirklich so. Ne? Und ich hab das, im Endeffekt soll es mir Spaß machen und so ist es. Klar müssen auch irgendwo, also das Equipment hier, das ist schon, geht schon ins Geld. Aber im Endeffekt ist es Leidenschaft und mein Hobby. Und deswegen kann ich auch sagen, was ich will. Weil wenn mir morgen keiner mehr zuschaut, ist es halt so. Ich habe meinen ganz normalen Job, scheißegal. Also, ja, ist ja so. Ja. Ich freue mich ja, dass die Leute zugucken, Spaß haben. Und man soll auch nicht immer alles so ernst nehmen. Ich finde, das ist das Wichtigste im Leben. So ist es. Es ist auch am Ende nur Fußball. Ne? Und trotzdem ist es eben Borussia. Und die ist ein bisschen mehr, wenn man ehrlich ist. Richtig. Das kommt ja auch durch. Das ist mir auch immer wichtig. Ne? Also, deswegen passt das, glaube ich, auch ganz gut. Weil du ja ähnlich tickst.
Ja, absolut. Ich hab, also wir sind da, Dieter hat mich kurz ein bisschen verwirrt, weil wir auch immer auf einer Freundinsuche von mir sind, die öffentlich im Chat, ne? Wir versuchen immer was anzubahnen, hat aber noch nicht geklappt. Also ich lese jetzt immer vor. Valeska, ciao, bis morgen Valeska, cooler Talk, danke euch, vielen, vielen Dank, sie hat uns ebenfalls viel Spaß gemacht. Ciao, Buschi, geiler Talk, schönes Wochenende, mach's gut, Armin. Dixon schreibt, yo, schönes Wie, Buschi und an alle Borussen, das wünschen wir dir natürlich auch. Dieter, doch dazu noch eine Frau für dich. Meine Frau ist Borussia, ich glaube, das wird immer so bleiben. Ist ja auch die Borussia. Genau, Fischsticks. Boah, ich habe so richtig Schwierigkeiten mit dem Wort Fischsticks. Ganz schwierig auszusprechen. Erzähl ruhig, dass du keinen Bock auf Elon Musk hast und deswegen Tesla. Ja, der hat es erkannt. Tesla habe ich halt abgelehnt. Ist richtig. Super Talk der beiden Ikonen. Vielen Dank euch beiden. Vielen, vielen Dank, Thorsten. Danke. Aber ich meine vollkommen ernst, dass Gladbach die Saison das Double holt. Ja, das steht für mich sowieso außer Frage. Damit bist du bei ihm hier richtig. Ja, Karl habe ich schon angesteckt. Buschi, wann bist du im Doppelpass als Experte? Da warte ich noch drauf. Buschi, folgst du auf Borussia vielen Random-Fans? Also grundsätzlich, ich glaube, du meinst es auf Instagram, dass ich da vielen folge. Also wenn wir auf meinen, das können wir kurz nochmal gucken. Also es ist ja so, bei meinem Instagram-Account, ich folge grundsätzlich fast jedem zurück, wenn mir jemand folgt, weil ich finde, ob ich jetzt 5000 Abonnenten habe und knulle einem folgen, mir ist es, ich lege auch keinen Wert auf Quoten oder sowas. Ne? Problem ist halt manchmal, ich gucke mir dann auch nicht jedes Profil an und dann folgst du halt manchmal jemandem, dem du besser nicht gefolgt wärst. Die Diskussion hatte ich dann schon, das ist dann manchmal ein bisschen unglücklich, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber grundsätzlich soll das auch von mir so eine Art nicht Wertschätzung sollen, aber ich finde es einfach, also die mögen mich, die folgen mir und dann will ich auch zurückfolgen. Ja, und in der Regel wird ja dann auch Borussia Mönchengladbach der kleinste gemeinsame Nenner sein. Richtig. Auf den man sich nicht immer, aber häufig einigen kann. Richtig. Folgst mir, aber weiß nicht warum. Jetzt hast du es. ihr streamt morgen das Länderspiel, ich zumindest. Du bist im Stadion, ne? Nee, ich bin nicht im Stadion tatsächlich. Also ich habe erst ein Länderspiel in meinem Leben. Ja, wenn geguckt. Du Zeit hast, kommst du rum. Das überlege ich mir nochmal. Das ich überlegst schau mal. Du mal. Aber wir halten auf jeden Fall Gladbach-Hoffenheim im Blick. Ja, Buschi mal wieder super. Kurz und knapp, ich liebe dich. Grüße vom Niederrhein-Brussen-Griller Bendrino. Ich liebe dich auch, sage ich dir so, wie es ist. Schönes Wochenende 2 auf Insta-Seite von Borussia. Auf Insta-Seite? Das verstehe ich gerade nicht so. Ich glaube, das bezieht sich auf die Random Fans. Ah, okay. Vom gleichen Kollegen. Rocco wird noch zur Tormaschine. Super Talk, Forza Borussia. Ein torgefährlicher Sechser, zwei Tore Rocco. Und mit zwei Tore Rocco beenden wir den Abend. Wir sagen Dankeschön an, ja, insgesamt 1802 Aufrufe, schon 140 Likes, 12 neue Mitglieder. Dankeschön. Vielen, macht's vielen gut, Dank. Schönen Abend und schönes Wochenende. Ciao. Tschüssi.